Lift my bloody face off this table, you're eating it wrong. We're all in this together. We're all in this as feathers up and away. So roll me up a cliff that isn't stable, it's so precious how impossibilities now chart. Volatility's perfect up and away. And I find those who came first. So going sound to find how to start the hookers polite. But I'm not interested, darling. I've got a bat in the falling up and away. Thank all those who came first, 'cause they know idea what they've got. Said and done, I tried my fail consistently. There's gotta be something I'm missing. Should we call it a day like that? 'Cause I feel together and held, and I know we ain't done yet. It's like home on the range, I again the stones in my veins. Stop reading the bad news, it don't hide in the bedroom from your scars. Lift my battered face off this table and come the fuck down. I don't care why we care. We're making circles square, aren't we? Thank all those who came first, 'cause they've no idea. We
Das immer, wir haben es geschafft. Hallo Leute, willkommen bei Whoop TV, heute bei Let's Talk Games. Danke gleich mal für die Flashbang und das viele Licht im Studio, es war mir eh zu dunkel. Keine Ahnung. Danke Jan. Willkommen, schön, dass ihr alle da seid. Quiz, Luis und Ramin sind schon quasi am Start und ich glaube, wir geben uns heute eine richtig geile und ach, diese Flashbangs sind so hell bei uns. Egal, wir geben uns heute eine richtig geile Unterhaltung. Ich schalte die Jungs mal dazu, ja? So, Interview. Hier sind wir und jetzt mache ich euch auch laut. Hallo Jungs, wie geht's euch? Hallöchen. Ich habe nur gefaked. Ha, alle, mir geht's gut. Alle bereit für eine großartige Unterhaltung rund um, was haben wir gespielt, rund um neue Game Releases. Was werden wir spielen? Genau. Und dann zum Schluss noch natürlich das Thema des Tages, Werbung in Computerspielen. Ich freue mich schon richtig drauf. Danke Quiz, dass du gestallt hast wie ein Held, gerade die, was waren es, sagen wir mal 25 Minuten, sind wir nett. Ja, ich hätte gesagt, fangen wir an, oder? Softstart, was haben wir denn so gespielt in letzter Zeit? Ich zeige natürlich wie immer ein paar Trailer zu den Games, die die Leute gespielt haben. Wir sind ja vorbereitet hier. Bisschen zu spät, aber vorbereitet. Dann gebe ich das Wort mal an den lieben Ramin. Der steht bei mir ganz oben auf der Liste. Was hast du gezockt in der letzten Zeit? Ja, ich habe gar nicht so viel Neues gespielt. Ich finde nämlich momentan, also in der letzten Woche kam gar nicht so viel Neues, aber, und das ist, passt natürlich auch gut zu der dunklen, kalten Halloween-Jahreszeit, ich habe ein bisschen Phasmophobia gespielt und holy shit, ist das ein cooles Spiel. Das ist nämlich unter anderem, wir können gleich nochmal kurz darauf eingehen, falls das die Leute nicht kennen, aber wir haben es ja auch schon ein bisschen im Chat angesprochen, aber ich bin ja ein furchtbarer Schisser, was Horrorfilme und Spiele angeht. Also ich bin froh, ich habe mal Condemned früher gespielt, da bin ich sehr stolz drauf. Ich habe es bis heute nicht geschafft, Dead Space 1 zu spielen, was mir sehr weh tut, also weil ich es einfach nicht durchhalte. Und so Sachen wie Visage, die gucke ich auf Let's Plays, weißt du, wo du so die Möglichkeit hast, noch schnell das Vollbild auszumachen und so weiter. Aber, und das ist das Schöne an Phasmophobia, du kannst es in Koop spielen und das, ich finde, für mich macht es den Horror erträglicher, wenn man das Ganze zusammenspielt, weil man eben auch lacht, weil man sich trotzdem super erschreckt, aber man hat sozusagen jemanden, mit dem man schreien kann. Und ich weiß nicht, habt ihr das schon mal angetestet? Ich habe es mir angeguckt, wie es wer andere gespielt hat. Das ist ja gerade ein Phänomen für sich, ne? Das Phasmophobia, das ja. Zocken ja ganz, ganz, ganz viele. Ich finde das immer wieder interessant, wie solche Spiele von null auf gleich irgendwie auf einmal der super Twitch-Hit werden. Fall Guys, Among Us, Phasmophobia, ne? Und auf einmal stehen die unter den Top 3. Teilweise richtig schwer nachzuvollziehen, warum. Aber ich verstehe das voll und ganz. Aber ich, ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob ich sowas spielen kann. Ich möchte jetzt nicht als Schisshase hier durchgehen, ja? Aber nein, ich hab mich ja auch schon geoutet. Und ich hatte sogar... Wir hatten sogar jemanden, der das mit VR gespielt hat und das kann ich momentan noch nicht machen. Aber wie gesagt, ich würde trotzdem sagen, und das sage ich dir von Schisser zu Schisser, probier es ruhig mal aus mit Freunden zusammen, weil das ist wirklich nochmal was anderes. Und es ist auch nicht so dieser Horror wie Dead Space, also der dich sozusagen halt ständig in Panik versetzt, so, also das richtig anstrengend ist, sondern es ist wirklich ziemlich intelligenter Grusel. Meinst du, es ist besser, wenn man sich zu mehr anscheißt, als nur allein, sozusagen, ne? Kann man sich Händchen halten? Das ist so, wie wenn Leute zusammen halt Horrorfilme gucken. Also es macht es, glaube ich, wirklich erträglicher und man lacht auch viel zusammen und man macht auch Scheiße miteinander, so. Also zum Beispiel, wenn der eine in den Raum geht, genau, die Tür zu machen, Lichtschalter aus und so. Also das hat schon was. Das war ja tatsächlich, wir haben ja, ich weiß nicht, der ein oder andere, auch vor allem Quiz-Leute werden ja wissen, wir haben ein Halloween-Special dann
am Samstag und das war ja einer der Vorschläge vom Quiz. Ach komm, lass uns Phasmophobia spielen. Ach, ihr habt eine VR-Brille dort hängen? Na dann. Na dann. Hast du recht. Hast du es schon gespielt, also, Quiz? Ja. Nein, ich spiele grundsätzlich keine Horrorspiele, weil ich halt genauso wie ihr, glaube ich, denn die Faszination, ständig irgendwo Jumpscares um die Ohren gehauen zu bekommen, nicht nachvollziehen kann. Ja, vier gestandene Männer, die sich anscheißen. Ja, wir sind halt auch einfach alt, ne? Wir müssen mittlerweile auch aufpassen auf unsere eigene Gesundheit. Das macht vielleicht nicht mehr her, den Jumpscare. Ich finde tatsächlich, bei Phasmophobia halten sich die Jumpscares dann doch noch zurück. Es gibt natürlich wirklich Horrorgames, die, also so ein Outlast oder so, die klatschen die das die ganze Zeit an die Hände. Und ich meine, Jumpscares sind nun mal auch die einfachste Art, jemanden zu erschrecken. Die funktionieren immer. Bei Phasmophobia gibt es ein ganz gutes Gleichgewicht, weil man hat zum Beispiel die ersten 5 Minuten ist der Geist immer relativ passiv, also ist nett, greift einen sozusagen nicht direkt an und da passieren eher so Gruselsachen, also mal die Tür geht mal zu oder das Licht geht aus oder es fällt irgendwie eine Flasche um. Das ist dann eher Grusel und die wirklichen Jumpscares, die halten sich sogar tatsächlich auch ein bisschen zurück. Ich finde es so cool im Chat halt gerade. Sagt wer, das geht noch, weil Koop, aber Alien Isolation kann ich nicht spielen. Der Name, das Replay im Nicknamen, ne? Ich finde das so cool, wenn jemand sagt, er kann Alien Isolation nicht spielen mit Replay im Namen. Finde ich geil. Was du halt sagst, vielleicht nur noch als letzten Kommentar, weil ich habe sonst auch gar nichts so wirklich von der Spielewoche. Du hast ja gerade gesagt, du findest das so interessant, dass diese Spiele immer so relevant werden. Das liegt natürlich auch an der heutigen Twitch-Mentalität und so weiter, dass sowas halt eben auch mal sehr schnell viral gehen kann. Ich finde aber auch, und das Ding ist ja in einer sehr, sehr frühen Early-Access-Phase, es ist auch noch sehr verbuggt, muss man sagen. Aber ich glaube, das ist ein ähnliches Prinzip wie Among Us. Die machen, Spiele müssen, glaube ich, heute, um so erfolgreich zu sein und auch so ein Alleinstellungsmerkmal haben, irgendwie eine Innovation bringen. Und hier ist es ganz eindeutig die Spracherkennung. Und es gibt ja mittlerweile schon genug, also mehr Spiele, die so Spracherkennung auch erkennen. Aber hier ist es tatsächlich so, dass der Geist ja unsichtbar im Raum ist. Der bewegt sich auch und der hört live mit. Der hört dich auch mit. Und du kannst ihm Fragen stellen und bei gewissen Worten oder seinem Namen wirkt, reagiert er eben auch wütend und so weiter. Und das macht es schon deutlich intensiver als jetzt, sage ich mal, eines der älteren Spiele. Und ich glaube, sowas ist dann immer etwas, was dann eben auch ein Grund vielleicht dafür ist, viral zu gehen. Ja, außerdem, du hast die menschliche Interaktion miteinander. Ne? Das ist ja, kommt mir vor, um ein Twitch-Hit zu sein, brauchst du die. Schau dir an Fall Guys, schau dir an Among Us, schau dir an eben Phasmophobia. Ja, absolut. Die Spiele leben davon, dass Menschen interagieren miteinander. Ey, und dieses Ghost Hunter Theme ist tatsächlich auch was wirklich Neues. Also so, das ist ja wirklich so, wie man das aus diesen amerikanischen Serien kennt, von den Leuten hier. Du siehst gerade in den Trailer mit so Nachtsichtkameras, die dann mit ihren selbstgebauten EMF-Readern da reinlaufen und beweisen wollen, dass es spukt. Das ist schon echt, echt schön. Kann ich sehr empfehlen. Okay, sehr cool. Schauen wir weiter. Mathe, du hast mir noch einen Titel genannt, oder? Ich habe es gerade nicht im Kopf. Ach nee, das ist alles nur so Kleinkram. Also so das Kleinkram. Die anderen. Okay, passt. Quiz, ich heb mir dich auf aus einem bestimmten Grund, und zwar, weil das Game, das du erwähnen wirst, unter anderem auch in der Release-Liste dann vorkommt, und das wäre ein schöner Übergang. Luis, bitte such dir einen Titel aus, wo du sagst, das ist cool, ja. Das hast du gespielt. Können wir gleich ja den Bogen zu vor 2 Wochen schließen, wo wir auf das Spiel schon so ein bisschen hingefiebert haben. Kam ja um 15 raus, ist schon wieder ein bisschen her. Torchlight 3 habe ich mir dann tatsächlich auch geholt und angespielt. Mittlerweile, keine Ahnung, 12, 13, 14 Stunden vielleicht drin. Also noch nicht so viel, aber ich holt man das? Ist das ein Kaufspiel? War das schon, oder? Also du bist ein Bezahlspiel, oder? Definiere Bezahlspiel. Ich musste Gibt's? Geld dafür bezahlen. Okay, gut. Gut. Ich dachte, ich war mir nicht sicher, ob es nicht Free-to-Play war. Das nee, passt nicht. Okay, ja, und wie ist es? Fazit? Feedback? Ich bin noch hooked. Ich werde es auf jeden Fall noch weiterspielen. Es gibt einige Neuerungen, auch so klassische Sachen, die jetzt einfach aktuell sind. Es gibt viel mehr Customization jetzt. Man kann sein eigenes Camp quasi auch erstellen. So ein bisschen Crafting-Anteil. Und halt komplett neue Skill-
Aufteilung. Also wer, glaube ich, die anderen Torchlight-Teile, vor allem Torchlight 2, das ist jetzt das, was ich vorher auch gespielt habe, mag, der wird das wahrscheinlich auch mögen. Wobei ich auch schon den Kritikpunkt gesehen habe, was ich auch nachvollziehen kann, dass es manchen ein bisschen zu schlauchig ist und dass viel auch so doppelt vorkommt. Was mich zum Beispiel stört, ist, dass es gibt so Phasenbestien, die dann so Portale erschaffen, durch die man gehen kann. Und dann kommt dann immer ein Bossfight. Und bei mir war es bis jetzt immer derselbe. Und irgendwann ist es dann auch ein bisschen langweilig. Also ein bisschen mehr Varianz könnte in dem Spiel sein. Aber wenn man auf so Action-RPG steht, dann ist Torchlight 3, glaube ich, nicht verkehrt. Wenn man jetzt mal schaut, wir hatten ja schon mal ein bisschen drüber gesprochen, Torchlight 3 hatte ja eine ganz üble Early Access Phase, wo, glaube ich, ein ziemlicher Shitstorm auch losgegangen ist. Und ich habe mir die Reviews so ein bisschen bei Steam mal angeschaut und die sind halt auch mixed. Das heißt, sehr, sehr viele sind negativ. Und was ich da immer so ein bisschen mitdenke, dass da natürlich vielleicht Dinge, die sozusagen von früher, von der Early Access Phase, von dem schlechten Start mitschwappen, dass die sozusagen da mit reinschwappen. Wie siehst du das? Ist dieses gemischte Feedback eigentlich gerechtfertigt oder hast du auch das Gefühl, eigentlich kommt das jetzt hier deutlich schlechter oder vielleicht auch deutlich besser weg als noch in der Early Access Phase? Also ich kann es schon verstehen, dass es gemischt ist. Ich kann mir schon vorstellen, dass viele sagen, ich habe mir mehr erwartet einfach. Oder halt eher das Erlebnis, was ich mit Torchlight 2 zum Beispiel hatte. Und das ist halt schon ein bisschen anders. Und dann ist wahrscheinlich halt echt eine Geschmackssache, ob man diese Neuerung jetzt gut findet, ob man mehr Varianz in den Skills haben will und ob man auf Customization steht. Weil ich zum Beispiel hätte dieses Vorbau, Campbau hätte ich gar nicht unbedingt gebraucht. Mich persönlich stört es jetzt nicht. Mich stört es auch nicht, dass es so schlauchig ist zum Beispiel, weil ich habe es ja gern, dass man so ein bisschen erkunden kann, aber wenn das zu breit gefächert ist, dann komme ich halt nie voran mit der ganzen Story irgendwie. Solltest mal Feuerwehrspiele ausprobieren. Ja. Wir haben letztens einen Emergency Simulator gespielt, ohne Scheiß, da war richtig langer Schlauch dabei, der mich extrem glücklich gemacht hat. Wow. Also ich glaube schon, dass es bei Torchlight einige Sachen gibt, die mich nicht so stören, aber die andere schon stören könnten. Ja. Okay. Ja, außerdem ist es sehr bunt, ne? Das mag ja auch nicht jeder. Ja, aber wie gesagt, wenn man, also ich glaube, die das bewerten, die kommen ja auch wahrscheinlich von Torchlight 2, Torchlight 1 vorher, die damit schon ein bisschen was zu tun hatten und nicht frisch auf dieses Spiel stoßen und dann sagen, hey, das ist ja kacke. Also ist so, wenn man sagt, okay, mir gefällt diese Grafik generell nicht, dann spielt man solche Spiele ja einfach nicht. Und wer das dann schlecht bewertet, einfach weil er es subjektiv nicht mag, dann weiß ich auch nicht. Das ist auch nicht, ja, irgendwie nicht der richtige aber Ansatz. Aber die Bewertung ist ja auch der Schnitt aus allen Leuten, die es bewertet haben. Klar. Die Meinung von denen, ne? Also von dem her. Logisch. Wie man mag, ne? Passt. Genau. Also ich will es mir vorher angucken, bevor man sich's kauft, vielleicht. Also irgendwie mal in einem Stream oder YouTube-Videos oder so. Und dann kann, also ich finde, man kann damit auf jeden Fall viel Spaß haben. Das ist doch das Wichtigste eigentlich, oder? Mit so einem Spiel. Spaß haben daran, ja, oder? Völlig egal, was die Leute sagen, wenn du Spaß dran hast, dann ist das Richtige. So, sowohl der Quiz. Ich glaube, Erwartungshaltung ist nämlich auch ein Thema, was bei so einem Videospiel extrem mitschwimmt. Ich kenne Games, die wurden von der Community extrem gehypt. Ich habe die Vorgänger nie gespielt. Spiel das dann und denke mir, na, eigentlich so scheiße ist das ja gar nicht. Ja? Warum beschweren sich immer alle? Weil ich einfach null Erwartungshaltung an das Spiel hatte. Und ich glaube, das ist gerade, glaube ich, bei Torchlight 3 das Problem, dass viele Leute erwarten sich, glaube ich, also das Studio wollte, glaube ich, ein bisschen mal was anderes ausprobieren. Die Leute erwarten sich, aber hey, ich will mein altes Torchlight wieder haben. Wo ist das? Ja. Ja. Und ja. Ich glaube, dass die Erwartungshaltung macht viel aus, ob was erfolgreich sein kann oder nicht. Ne? Absolut. Also wir leben ja auch mittlerweile in einer Gaming-Kultur, die ja von dem einen Hype zum nächsten geht. Und das beste Beispiel ist ja immer No Man's Sky. Wie lange die gebraucht haben, bis jetzt mittlerweile ein richtig gutes Spiel raus geworden ist und auch die Bewertungen mittlerweile wieder positiv sind. Die haben viel Scheiße gebaut, keine Frage. Aber ich als Entwickler, ich muss dann doch den Hut heben, wie lange die da dran geblieben sind. Weil die mussten sich ja, also jahrelang durch einen Shitstorm, den sie selbst produziert haben, muss man auch sagen. Aber bis der sozusagen abgelassen war, dieser Scheißehaufen, das hat ein paar Jahre gedauert. Und da hätten andere Entwickler hätten das Spiel wahrscheinlich fallen gelassen. Mich wundert es aber, muss ich sagen, eben, weil genau das wollte ich gerade sagen. Also aus betriebswirtschaftlicher Sicht, du hast mal ein Spiel rausgebracht, das einen Mega-Hype hat,
dann hast du ein bisschen Absatz, ne? Das haben ja viele Leute doch gekauft am Ende des Tages, auch wenn sie es negativ bewertet haben. Und dann hast du so eine Bewertung zu dem Spiel, also wirklich im Keller, dann wirklich herzugehen und sich zu überlegen, okay, aus betriebswirtschaftlicher Sicht, und das ist ja, am Ende des Tages sind Spieleproduzenten Unternehmen, die Geld machen müssen, ne? Und die sich überlegen müssen, zahlt sich das aus, das aus dem Sand zu zerren, ne? Und ich Das würde mich tatsächlich interessieren. Also sozusagen, sind die mit einem Positiven rausgekommen? Ja, das, ich denke genau, schon. Das also, wollte also, ich sie sind sagen. Zumindest nicht pleite gegangen dran. Ja. Jetzt weiß ich auch nicht, ich kenne jetzt die Firma nicht so gut. Das war sicherlich nicht ihr einziges Spiel, ihr einziges Standbein. Die sind aber auch stark von Sony gepusht worden damals beim Entwickeln von dem Ganzen. Vielleicht war das eine Prämisse dann von Sony, ne? Keine Ahnung. Die Gegenfrage, die ich mir dann immer stelle, ist, könnte Hello Games, und die machen jetzt auch jetzt, also jetzt kommt ja demnächst, glaube ich, ein anderes Spiel von ihnen raus, hätte irgendjemand noch irgendwann einmal ein Spiel von Hello Games mit der Kneifzange angefasst, wenn sie nicht dieses Mammutprojekt aus der triefenden Fäkalgrube gehoben hätten. Das war ja ein Beispiel-Shitstorm, der da abgegangen ist, ja. Der beispiellos war, glaube ich, bis zu dem Zeitpunkt. Und deswegen ist die Frage, hat es das vielleicht, mussten sie das nicht vielleicht auch tun, ja? Weil es niemand mehr auch nur irgendwie ein Spiel von ihnen gezockt hätte. Ey, das weiß, ja. Ein interessanter Punkt, weil genau, also unsere Hype-Kultur, die wir mittlerweile haben, die sorgt natürlich einerseits dafür, dass Leute sehr schnell ärgerlich werden, sehr schnell vielleicht auch Hoffnungen geschürt werden, die dann nicht erfüllt werden können, aber vielleicht auch aus einer anderen Perspektive, vielleicht sorgt sie auch dafür, dass Unternehmen sich länger Gedanken machen darum, wie sie den Karren jetzt wieder rausfahren müssen. Und da hast du natürlich recht, das finde ich einen interessanten Punkt, dass das vielleicht gerade die richtige Überlebenstaktik war, auch wenn es wahrscheinlich wehgetan hat. Ich denke auch, man sieht vor, dass jetzt die Spieler und Spielerinnen einfach merken, dass sie diese Power haben, auch irgendwie darauf Einfluss zu nehmen durch ihre Bewertung. Man sieht ja auch, man hat jetzt immer und immer wieder auf Metacritic zum Beispiel immer neue Negativrekorde, sei es ein Warcraft 3 Reforged oder jetzt Madden, glaube ich, oder so, die einfach zu Grund und Boden gewotet werden. Ja, oder nimm Last of Us 2. Also aber die Zahlen? Trotzdem eine negative, weil die Leute halt einfach bekloppt sind. Also aber die Verkaufszahlen waren ja nicht schlecht, auch schon bevor sie es aus der Kacke gezogen haben. Also Stückzahl, das hat sich schon rentiert, trotz der schlechten Bewertungen, quasi rein vom finanziellen her jetzt mal. Ja? Man nimmt jetzt die Langzeitauswirkung von der negativen Bewertung für ein Studio jetzt mal raus aus der Gleichung. Aber das hat sich ja da schon ausgezahlt gehabt, auch wenn es viel negativ. Aber du hast recht, Chris, ja. Wer weiß, hätte noch irgendwer so ein Spiel von denen gekauft. Wobei, wenn ich mir. Ja. Für einen One-Time-Hoax zum Beispiel, würde ich jetzt eher als Beispiel hernehmen, das Star Citizen, weil das ist völlig, da rechnet auch gar keiner mehr, dass das jemals aus dem Early Access rauskommt, ja. Und das hat einfach, das war jetzt einfach nur noch ein Geldgrab, wo die Leute just for fun noch einfach was reingeworfen haben. Ein Glücksbrunnen, ne? Schmeißt man noch ein Tausender rein, ne? Was? Ja, aber es rechnet auch niemand damit, dass von der Schmiede jemals noch ein Spiel kommt, ja. Die haben alle schon ihre Villen auf Hawaii. Und die brauchen auch gar keine Spiele mehr machen, ja. Also das geht ja sogar so weit, dass die Leute, die mittlerweile jetzt vielleicht auch, und das ginge, tausende von Euro da rein investiert haben, sich ja mittlerweile dann so in einer geschlossenen Community fühlen, dass das auch fast schon so eine Art von Privileg ist, sozusagen. Da geht's, du hast vollkommen recht, da geht's gar nicht mehr so sehr darum, dass das Spiel überhaupt rauskommt. Weil am Ende kommt doch der ganze Mainstream hier rein. So, ja, ich hole uns aber jetzt mal ein bisschen zurück zum Thema. Sonst verlieren wir uns jetzt da drin und das ist ja eigentlich nicht das Thema des Tages, aber wir können es uns ja merken für nächstes Mal. Ja. Das ist immer das Lustige, dass wir immer wieder, wir hatten vorhin schon das Thema des Cheaters, ne, angesprochen, wäre auch mal ein lustiges Thema, aber das wäre natürlich auch auf jeden Fall eines, ne? Reputation eines Unternehmens, zahlt sich sowas aus oder nicht. Das ist kein Thema für diese Runde, es ist auf jeden Fall Horror. Aber ich glaube, genau wir vier sollten das mal gemeinsam spielen, oder? Dann ist das richtig. Wir vier spielen fast mal und schauen, wer schneller die Beine in die Hand nimmt, oder? Ich habe eine neue VR-Brille, alles gut. Geil. So, wir machen es diesmal ein bisschen anders als sonst, weil das Game von Quiz kommt auch in den Releases vor, weil wir immer so bei den Releases, also der nächste Menüpunkt bei unserer Speisekarte heute ist im Prinzip eine Woche zurück und eine Woche in die Zukunft schauen bei Game Releases. Quiz wird gleich über ein Game reden, das da drin steht und ich auch. Deswegen würde ich sagen, schieben wir das dann dorthin. Ja, dann kannst du
ordentlich berichten darüber, wie das denn ist für dich, das Game Quiz, ja? Mhm. Passt. Dann schauen wir weiter in den Trailerpark. Zweiter Teil unserer heutigen Veranstaltung. Schauen wir uns an, was für Titel denn rauskamen in letzter Zeit, beziehungsweise rauskommen in nächster Zeit. Und das erste Spiel auf der Liste ist gleich mal das Spiel, das ich gespielt habe. Das eine, das ich gespielt habe in den letzten zwei Wochen, weil für mehr war nicht Zeit, neben Overwatch, muss man ja auch mal sagen, mit Halloween Special. Aber das Spiel heißt Drone Swarm. Ist aus dem Genre Strategie, Studios unbekannt, Still Alive Studios. Die kommen aus Österreich auf jeden Fall. Ja, 20.10.2020 kam es raus, Drone Swarm. Ich zeige euch mal einen Trailer dazu. Gib mir einen Moment. Die haben den Saga Award beim Button Festival gewonnen mal. Really? Aber das ist ein richtig, richtig netter Titel. Ich habe es im Hintergrund gerade als Trailer an, ihr könnt im Discord mitgucken. Im Prinzip geht es darum, Background Story, die Menschheit wird angegriffen und dann suchen sie einen neuen Planeten, den sie ihr zu Hause nennen können, nachdem ihr Nuklearkrieg, bla bla. Und setzen ganz stark auf Drohnen sozusagen. Ne? Und der Schmäh an dem Ganzen ist, du bist so dieses Schiff, was man da sieht im Hintergrund, das ganz, ganz viele Drohnen um sich herum schwingen hat und man zeichnet Striche in die Landschaft, um zum Beispiel ein Schild zu bauen, so wie man es hier sieht. Oder einen Angriffsschwarm rauszuschicken oder einen Meteor irgendwie zu rammen, damit der sich bewegt und wo dagegen kracht. Also es ist fast schon ein Zeichenspiel, ich habe das schon gespielt ein bisschen. Du zeichnest quasi die ganze Zeit nur Striche in die Landschaft und versuchst dich dem zu erwehren und es wird immer trickier, das Ganze. Super, super spannend vom Gameplay her. Habe ich so in der Form noch nicht gehabt. Finde ich sehr schön. Und wenn du sagst, das ist ein österreichisches Studio, habe ich mich nicht erkundigt, dann noch besser. Ja. Ich finde halt an dem Spiel, ich habe es leider nicht gespielt, es scheint ja auch eher so eine Art Puzzle-Game zu sein, ne? Also es geht ja eher wahrscheinlich darum, zu dem richtigen Zeitpunkt die richtigen Aktionen zu machen und so weiter. Genau. Ich finde halt das Visuelle extrem geil, weil ich glaube, dass die einzelnen Drohnen auch einzeln animiert werden und man hat es ja gerade in dem Trailer gesehen, wenn die sich sozusagen so rausformen in diesen Wellenformen, so wie man das mich hat es gerade so ein bisschen an DayZ, World War Z erinnert, wenn so die Zombies sind, also diese Drohnen, diese Schwärme, diese auch Schwarmbewegung, das ist unglaublich. Also ich mag sowas, ich gucke sowas unglaublich gerne mir an, einfach. Das sieht schon cool aus und natürlich, das ist natürlich ja dieses Grundgefühl, was so viele Spiele natürlich vermitteln wollen, Macht. Also hier so, ich bin Herrscher über, ich glaube irgendwie 32.000 Drohnen hast du am Bildschirm, genau. Genau, und das ist natürlich hier die ultimative Machtfantasie. Ja. Mit einem Fingerwisch kann ich sozusagen hier meine tausenden Drohnen erfüllen. Es ist auch wirklich, also vom Gameplay her, was ich jetzt so leicht sage, mit du zeichnest Striche und so weiter, ja, je nachdem, wie lang du einen Strich malst, desto mehr Drohnen sind natürlich in dieser Mauer und desto weniger Drohnen hast du dann für den Angriff oder für andere Aktionen, ja. Du kannst sie dann wieder zurückrufen, aber du musst den Strich, also es ist wirklich ein, wie weit zeichnet den, dann hast du bewegliche Objekte und für so einen Angriffsmove ziehst du im Prinzip einmal die Maus über den Screen und die folgen genau dieser Route und wenn die sich bewegen währenddessen, dann musst du halt quasi zielen auch noch damit. Das heißt, es ist sehr tatsächlich schwierig, weil du musst vorahnen, wie weit bewegt sich das in diese Richtung, das Ding, damit du es genau im richtigen Moment irgendwie einmal durchfährst mit dem Drohnenschwarm. Und je länger dieser Angriffsmove, desto mehr Drohnen durchfahren, desto mehr Schaden, also es ist wirklich, wirklich für die Größe des Spiels erstaunlich umfangreich, das wollte ich sagen damit. Ja. Und mich hat es erinnert an Endergame tatsächlich, an diesen Science-Fiction-Film mit Harrison Ford war dabei, glaube ich, und irgend so ein, keine Ahnung, Teenie-Schauspieler, wo sie mit ganz, ganz vielen Drohnen irgendwie, ja. Der Film ist nicht der Rede wert, aber das Buch kann ich sehr empfehlen. Und wenn ihr das gelesen habt, dann gleich darauf Enders Schatten. Das ist nämlich dann das Buch, das quasi die Geschichte nochmal aus dem Blickwinkel einer anderen Person erzählt. Und das ist sehr geil, ja. Also Orson Scott Card, geile Bücher. Film. Okay. Ja, Film ist seichte Unterhaltung, ja. Aber das ist ja meistens bei Hollywood heutzutage so. Nein, schrecklich. Also wirklich, das Buch und das Ding, also Orson Scott Card, einer der größten Science-Fiction-Autoren ihrer Zeit und der Film hat große Erwartungen bei vielen geweckt und dann, ja, da reden wir nicht drüber. Zumindest optisch war er gut, fand ich.
Also die Effekte waren cool. Inhaltlich, Story, wahrscheinlich auf ein Minimum, weniger als ein Minimum zurückgeschraubt im Vergleich zum Buch. Das ist ganz, ganz großartige Schauspieler und dann hast du in der ersten Reihe diesen mittlerweile überhaupt keine Lust mehr habenden Harrison Ford, der alle Rollen irgendwie nur noch so spielt, so, ja, ich kriege einen Scheck dafür, ziehen wir das jetzt durch und ja. Du merkst dich aber richtig an, ne? Nein, wirklich, er hat überhaupt nichts mehr, egal was er macht, es ist, egal welchen Film ich mir mittlerweile mit ihm anschaue, es ist einfach nur dieser zwidere Gesichtsausdruck ständig, wo ich mir denke, er denkt sich gerade, ich wäre gerade ganz, wirklich gern ganz woanders, aber die haben mir einfach einen Arsch voll Kohle gegeben. Ja, würde man, ich weiß nicht, ob ich Nein sagen würde. Ich weiß nicht, wie groß seine Schecks sind, aber. Eh nicht. Ja, wahrscheinlich lieber in der Cantina-Band auf dem Drink, in der Mos Eisley-Kantine auf dem Drink oder so. Na, gerade nicht, er hasst die Rolle von Han. Ja. Ja, aber Greedo ist ja nicht mehr da. Er wollte den dritten Film ja schon gar nicht mehr machen, ne? Den Sechser, ne? Wollte schon gar nicht mehr machen. Ja, wahrscheinlich war seine Prämisse, hängt noch eine Null dran und lasst mich sterben, ne? Ja, wirklich war, ja. Sehr schön, passt. Also, nächstes Game. Ein Game ist noch dazwischen, dann bist du dran, Quiz, mit deinem Titel, den du gerade gezockt hast. Nächster Titel auf der Liste, Release 20.10. auch, ist also schon draußen seit ein paar Tagen. Kein Problem. Amnesia Rebirth ist ein von Frictional Games Adventure, heißt offiziell, aber ja, machen wir mal Trailer ab, oder? Grusel-Horror-Adventure. Okay. Ja. Der lange ersehnte Nachfolger. Ja, genau. Ich will die Hälfte kennen. Das ist gruselig. So viele Pixel. Ja, es passt. Es ist so schlimm auf Discord, okay. Du kannst aber auch im Stream zuschauen. Ja, ich gucke auch im Stream. Ja. Ja, der wahre Nachfolger nach The Dark Descent. Danach kam ja The Machine for Pigs, was nicht ganz so gut bei den Fans ankam. Was aber auch, glaube ich, von einem anderen Studio entwickelt wurde. Und das soll ja jetzt so ein bisschen dem Grusel, dem Horror-Klassiker, so ein bisschen der würdige Nachfolger sein. Das ist so ein klassisches Spiel, habe ich mal beim Let's Play geguckt, könntest du mich ums Verrecken nicht bringen. Oh Gott, nein, das ist auch nichts für mich. Mach doch die Tür zu, hinter dir, es ist ein Zombie oder so. Ach Gott, ich kann gar nicht zuschauen. Das Spiel wird mich umbringen, innerlich. Okay, Erster Weltkrieg. Interessant. Ist das Setting des Spiels? Erster Weltkrieg? Scheinbar, ha? Ja, zumindestens, also bisher war bei Amnesia waren die Hauptcharaktere immer irgendwie in irgendeiner Weise traumatisiert. Und ich könnte mir vorstellen, das ist ja auch mittlerweile öfter mal sowas, dass es so ein kriegstraumatisierter Person ist. Ich glaube, der Hauptteil findet wie immer in so einem mittelalterlich angehauchten Villa-Anwesen statt, aber viel mehr weiß ich davon leider auch nicht. Aber, also, ich glaube, wie hier könnte man dazu verleitet sein, dass es vielleicht ein Shooter ist. Nein, ist es nicht. Ja, aber ist es, also das würde mich wirklich interessieren, ob es vom Szenario her Erster Weltkrieg ist. Das wäre mal was anderes, ne, für ein Horrorspiel. Erster Weltkrieg-Horror. Würde mir zumindest nichts einfallen gerade. Sieht ganz nach Afrika aus, ne? Irgendwie. Warum auch immer. Durch dieses Sandige einfach. Ja, okay. Aber ich glaube, wir gehen mal weiter. Kein Spiel für uns. Oder magst du noch was sagen, Chris? Bitte, gönn dir. Naja gut, Zweiter Weltkrieg-Setting passt natürlich schon immer ganz gut zum Steampunk. Es war eher Dieselpunk, das ist Zweiter Weltkrieg? Also, Niners schreibt eigentlich Erster vom Panzer her, den ich gesehen habe, aber Niners schreibt gerade in den, also Ende vom Ersten, irgendwo zwischen Ersten und Zweiten, 1937, sagt Niners. Erster Weltkrieg, das ist Dieselpunk, das ist relativ nah am Steampunk. Ja. Das wäre ja vom Content her, das Problem ist nur, ich habe das Ganze mit ganz, ganz vielen Spielen. Viele Spiele würden super zu mir passen, ja, machen mir aber überhaupt keinen Spaß. Und das sieht auch wieder so nach einem Spiel aus, wo man denke, wow, das würde sehr gut zu meinem Stil passen, aber es ist nicht mein Spiel. Was hast du denn zu Iron Harvest gesagt?
Das Ähnliche. Also Iron Harvest ist ein saugeiles Spiel, aber ich bin nicht so der Freund von diesen von dieser Art von Kommando-Game-artigen Spielen. Ich mag meine Strategiespiele eher mehr so ein bisschen so wie Command & Conquer, Tiberian Sun. Also du machst dir wenn du nicht mehr weiter weißt, machst du dir einfach eine Riesenarmee und bald fall es nieder. Sehr schön. Es ist 1937, hat meines im Chat gesagt. März 1937, das Setting, also vor dem Zweiten Weltkrieg. Ja, gut, Horror im Zweiten Weltkrieg gibt es ja auch, glaube ich, öfter mal, glaube ich. Ja, also auch filmemäßig. Ja, gut, fuck it. Und Zombie-Map-mäßig, oder? Zombie-Map-mäßig ist der Zweite Weltkrieg, glaube ich, sehr beliebt. Ja. Zombie-Nazis gehen immer. Bestes Setting. Gibt's so, ich würde sagen, Kenner greifen zu, alle anderen gruseln Probe. Gibt so trashy Filme, das ist ein Wahnsinn. Okay, passt. Also, nächstes Game, wir hatten es letztes Mal schon drin. Ich glaube, sie haben es aber verschoben gehabt letztes Mal. 22.10. Release Ubisoft Mainz. Aufbaustrategie Anno 1800, Land der Löwen. So, Quiz. Jetzt bist du dran. Schieß los. Das ist ja das Spiel, was du gezockt hast, ne? Es ist eine wirklich tolle Ergänzung zum Anno-Game. Wenn man Anno kennt, Anno ist eine Aufbaustrategie-Reihe, glaube ich, aus Deutschland, ne? Das Spiel kommt aus Deutschland, ne? Und ist der Platzhirsch, ne? Also der König der Aufbaustrategiespiele, würde ich jetzt mal sagen. Man kann andere Genre mögen, aber man kommt an Anno nicht vorbei, wenn man generell Aufbaustrategiespiele mag. Was ich sehr, sehr geil finde an Anno generell, ist der Fokus auf Aufbau und weniger auf Kampf. Man kann den Kampf natürlich suchen, aber man muss nicht unbedingt. Es gibt auch die Möglichkeit, dass man sich eine Karte generieren lässt, ganz ohne Gegner und einfach nur drauf losbaut und hat trotzdem Stunde um Stunde was zu tun, ja. Und das ist cool, man muss aber auch ein bisschen stressresistent sein, denn wenn man sich wirklich so reinsteigert in das Game, dann kann es wirklich anstrengend werden, weil das ist jetzt schon mittlerweile die dritte Karte, auf der wir simultan in Anno spielen. Also wir fahren jetzt ins Land der Löwen, wir entdecken also quasi einen neuen Landstrich in diesem Spiel Anno. Wir haben aber immer noch das Grundspiel, in dem wir uns befinden, die alte Welt. Und wir haben auch noch die Nebenwelten aus den anderen DLCs, sofern wir sie gekauft haben. Und jetzt sind wir schon auf der dritten oder vierten Karte und fangen dort an. Und das kann natürlich ein bisschen, also für Einsteiger, ein bisschen anstrengend sein, auf so vielen Karten simultan dann im Auge zu behalten, was du eigentlich machen wolltest. Dieses Mikromanagement ist so schon recht anspruchsvoll und dann eben noch auf drei, vier Karten gleichzeitig das zu machen, kann anstrengend sein. Das muss man mögen. Ja, deswegen, wie schon vorher gesagt, am besten mal vorher anspielen und ausprobieren, ob das euer Ding ist. Und vor allem anspielen bedeutet bei einem Anno nicht eine Stunde. Anspielen bedeutet bei einem Anno 8 Stunden. Und nach 8 Stunden bist du vielleicht gerade mal im Land der Löwen angekommen. Ja, also ich frage mich, aber mein Anno steht eh für sich, ne? Und das DLC scheint ja eines der besseren wieder zu sein, ne? Aber was ich mich frage bei diesen, wenn du unterschiedliche DLCs kaufst, kriegst du neue Ländereien dazu sozusagen, die dann natürlich auch über die Ressourcenbäume zusammenhängen, oder? Genau. Nehme ich an. Ja, so, aber erst am Ende, jeweils erst am Ende. Also es ist, du kannst schon relativ lange bauen, bevor du an den Punkt kommst, wo die Ressourcenbäume so miteinander verknüpft sind, dass du jetzt in andere Länder musst. Aber der Punkt kommt, ja. Aber es hängt natürlich, also weil du selber gesagt hast, wenn man es gekauft hat, die anderen DLCs, dann hat man die auch, die Ländereien. Ich frage mich halt, ob die, wie haben die das denn bloß gelöst dann, dass man, weil man hat ja von den letzten DLCs, gab es ja schon welche, oder? Warte, sorry, jetzt bin ich gerade selber. Hatte schon DLC, ne? Ja. Die Passage, ja, also wir haben schon 2 Season Pässe hinter uns. Ja. Der erste Season Pass endet mit der Passage und führt die für mich sehr relevanten Luftschiffe ein. Also das ist was, das ist ein DLC, die Passage, wenn man nichts vom ersten Season Pass haben möchte. Die Passage ist auf jeden Fall empfehlenswert, weil sie nicht nur die Luftschiffe als sehr wichtiges Element einbaut, sondern auch noch eins der besseren DLCs ist mit einem komplett neuen Landstrich der Arktis. Aber man kommt nicht leicht rein. Ich sag's gleich, sie haben sich da ein bisschen was vom Survival
Aufbaustrategie abgeguckt. Halt im Anno-Style immer noch. Ja, also es ist nicht Hardcore, aber es ist halt immer, es ist härter auf jeden Fall, die Expedition dorthin hinzukommen. Ins Land der Löwen kommst du wesentlich leichter. Und das ist auch relativ easy, dort etwas aufzubauen. Mhm. Wenn du mal dieses Wassermanagement-System gut raus hast, weil du musst erst das Land bewässern und dann kannst du es quasi bebauen. Und das bringt dich vor völlig neue Herausforderungen des Platzmanagements, die du vorher halt so noch nie gehabt hast. Und dann siehst du dich ganz, ganz oft wieder, dass du ganzes Systeme wieder abreißt, wenn du drauf kommst, na, so funktioniert das nicht, das muss wieder anders, ja. Mhm. Damit das platzmäßig sich alles ausgeht und du möglichst ressourcensparend und wassersparend das Land bepflanzen kannst und die Ressourcen rausholen kannst, die du halt brauchst, damit du in der Story vorankommst. Und nebenbei will dann auch noch die Story von dir, dass du eben sich ein bisschen in die Politik des Landes mit einmischt. Und das kann, wie gesagt, ein bisschen tricky sein. Ja? Wenn, da muss man auch einen Nerv dafür haben, wenn man halt sonst gewohnt ist, mit einer Gun durch einen Shooter zu laufen, alles wegzubollern, ja? Wenn einem der Geduldsfaden reißt. Das geht halt bei Anno nicht. Mhm. Ja? Also... Ja. Es gibt nur den strategischen Weg. Ne? Zu der einen Frage, jetzt weiß ich, wie ich es formulieren kann. Diese ganzen Handelskreisläufe oder Produktionskreisläufe, die hängen ja zusammen, beziehungsweise voneinander ab. Hängen die nur zusammen mit der Hauptinsel oder hängen die auch untereinander zusammen? Auf das wollte ich hinaus. Weil je nachdem, welches DLC du dann hast, hast du ja manche Zusammenhänge nicht und manche schon. Genau. Das führt dann eh nicht zu Lücken quasi irgendwie, oder? Nein, es gibt diesbezüglich keine Lücken, Gott sei Dank, sondern das Spiel ergänzt nur auf logische Art und Weise da, wo es gebraucht wird, die DLCs, aber man kann eigentlich auch jedes DLC für sich einzeln kaufen, man kann die auch weglassen, wenn man auf irgendwas keinen Bock hat. Und das ist von der Gaming-Mechanik auch so gelöst, dass sich das gegenseitig nicht braucht, aber das, was das DLC halt dann als Update mitbringt, auch für die alte Welt als an Updates mitbringt, zum Beispiel die Luftschiffe etc., kannst du halt erst bauen, wenn du halt drüben die richtigen Ressourcen hast, wenn du die richtigen Schiffsvernetzungen hergestellt hast, die Routen hergestellt hast, damit die Ressourcen sich gegenseitig austauschen, damit du halt das hast, was du auf beiden Seiten brauchst, um zum Beispiel von einem mit dem Luftschiff von A nach B zu kommen. Ne? Es ist ja vor allem auch super hübsch, ne? Und das Setting also Afrika ist ja auch noch nicht so verbraucht, ne? Möchte ich mal sagen. Das sieht natürlich sehr schön aus. Es erinnert viele und mich auch tatsächlich, also A, ist es eines der wirklich besten DLCs, zumindest so nach der Meinung vieler Kritiker. Und es erinnert stark, finde ich, immer an Anno 1404, also für viele eines der besten Teile. Und da gab es ja auch quasi diesen Orient, wo man ja auch diese Funktion hatte, dass man die Wüste bewässern musste. Und ich finde das so befriedigend, wenn die Savanne so langsam grün wird. Das ist doch geil. Und das, ja. Das finde ich, das ist sowas für Anno. Also das ist ja dieses klassische Ich gestalte die Welt so. Ich, genau. Meine Entscheidungen beeinflussen die Welt. Ich bin aber auch für sie zuständig. Und ich bin, und das hat ja Anno, und das finde ich, macht Anno immer noch im Vergleich zu fast allen anderen Aufbauspielen so gut, dass du in dieser Optimierungshölle, aber tatsächlich eher im positiven Sinne, du hast immer irgendwas zu tun. Es gibt nie einen Leerlauf. Du kannst immer etwas verbessern. Das Einzige, was ich gemerkt habe, ich habe früher Wochen, Monate mit solchen Annos verbracht und Anno 1800 auch sehr gern gespielt, aber gerade in Anno 1800, du hast es, Kiss, auch eben schon angesprochen, muss man auch mal Dinge abreißen. Und das war ja bei Anno 1800 vor allen Dingen, als die Eisenbahn dazu kam. Auf einmal haben sich sozusagen, musste man auch Wege ändern, auch hier. Und tatsächlich muss ich sagen, da tue ich mir ganz schwer mit und konnte deswegen tatsächlich auch leider jetzt diese Langzeitmotivation bei Anno 1800 gar nicht so raufmachen, weil ich irgendwie... Ich habe Hemmungen davor, wenn ich was aufgebaut habe, auf das ich stolz bin, es abzureißen. Das habe ich gemerkt. Das kenne ich nur zu gut, wirklich. Ja. Ich habe deswegen aufgehört, das Dragon Quest Builders zu spielen, weil ich war so sauer, dass die mir die Stadt eingerissen haben, jedes Mal mit einem Boss. Ja? Und ich so, warum? Ja, meine schöne Stadt. Das hat mich total fertig gemacht. Ich kann das wirklich hervorragend
nachvollziehen. Ich finde, bei Anno ist es für mich nicht so schlimm. In manchen Situationen, weil du ja was Neues, Cooles dafür bekommst. Ja? Mhm. Es ist nicht so wie in Builders, dass du nur die Stadt niedergerissen bekommst, sondern du schaffst etwas Neues, du gehst in ein neues Zeitalter und gewisse Dinge, die überholt sind, müssen dann halt mal weg, ja, um dem neuen Platz zu machen, was wiederum einen ganz besonderen Reiz hat, aber es kostet auch mich jedes Mal Überwindung, wieder was abzuhören. Ich denke mal, oh Gott, wie lange haben wir gebraucht, um das zu bauen? Nein, also es geht mir ganz genauso. Es ist, ja, da muss man durch. Aber das sind die Herausforderungen dieses Spiels. Ja. Ich muss ja gestehen, ich habe Anno 1800 bis auf die Beta-Phase, wo ich einen Beta-Key hatte, noch nicht gespielt, weil ich Angst habe, davor reinzukippen, weil ich so ein Mensch bin, der City Skylines auch spielt und in City Skylines für eine Stadt irgendwie 400 Stunden reinsteckt. Ja, und das ist es halt. Kiss hat es ja eben schon gesagt, also du kannst das eine Stunde anspielen, aber du hast nichts gesehen vom Spiel. Echt. Ja. So ein Prügel. Und das ist was, weswegen ich wirklich, also wenn ich anfange, Anno zu spielen, dann weiß ich, da werden Stunden um Stunden draufgehen. Ich muss auch die Zeit dafür haben. Ich habe auch extra das Wochenende mir dafür Zeit genommen und echt auch gewisse Dinge verzichtet, die ich das Wochenende machen wollte, weil ich wusste, das geht nicht. Ja? Wenn ich anfange, dann wird das Stunde um Stunde meines Lebens fressen. Deswegen habe ich jetzt auch monatelang kein Anno mehr gespielt, weil ich einfach diese Zeit auch gar nicht hatte. Ja. Und ich kann auch gar nicht anfangen, Anno zu spielen, wenn ich nicht weiß, ich habe mindestens so 4 bis 6 Stunden mal Zeit, ja. die ich da optimal rein investieren kann. Sonst das bringt nichts, macht keinen Sinn. Ja. Da bin ich gerade erst wieder in einem Spiel drin, ja, nach so 2, 3 Stunden, da kann ich nicht wieder aufhören. Ich kenn's nicht so gut, ja. Also man spürt's richtig, oder? Wenn man solche Spiele spielt, irgendwie so wie hinter einem so ein kleiner Aufbaustrategie-Gremlin sitzt, der einem nach und nach so alles wegknabbert. Es ist wirklich schwierig. Aber das, die neue Erweiterung grafisch wirklich ein Augenschmaus, und was ich noch zur Performance sagen möchte. Ich finde das Spiel hervorragend programmiert. Auf meiner 2070 RTX läuft das Spiel, so wie wir es jetzt gerade im Trailer gesehen haben, mit den höchsten Einstellungen auf 4K. Ja? Und das völlig ruckelfrei zusammen mit dem Stream. Also das ist ein äußerst gut aussehendes Spiel, das sehr, sehr solide programmiert ist. Mhm. Ja. Das ist auch wichtig, ja. Das ist immer wieder schön, wenn man solche Titel hat. Ja, schauen wir weiter? Unbedingt. Alles klar. So, nächster Release, 22.10. PC und Switch von Timberline Studios, ein Action-Adventure namens Red Lantern. So, schauen wir rein mal, was es denn damit auf sich hat. Ups. Klingt nach Halloween. Klingt nach Halloween. Nein, es ist tatsächlich ein Spiel, in dem man in Alaska spielt, wo man mit so einem Hundeschlitten herumfährt und versucht, in der Wildnis von Alaska zu überleben. Bisschen Survival, ein bisschen auf cute, weil die Hunde so süß sind. Aber tatsächlich, ihr seht es eh schon, ne? Richtig, richtig nett und lieb gemacht mit den Doggos. Aber es geht auch wirklich darum zu überleben, mit inklusive Jagen, inklusive Widrigkeiten durch die Natur, durch die Wildnis und so weiter und so fort. Man merkt es eh hier schon, ne? Aber wichtigste Frage, can you pet the dog? Ich glaube, ich wette, dass man einen Dog petten kann. Und weißt du, ob das eher so ist, das eher so story-driven oder ist das eher so open-world-mäßig? Mich erinnert das so ein bisschen an Last Winter, heißt das, glaube ich? Das ja, Survival, ich kann mich erinnern, weiß ich nicht, aber wir haben ja wackere Moderatoren und so im Chat, die können uns ja das mal sagen, ob sie dazu was finden. Ich habe nur gefunden, dass es eben, wie gesagt, so ein Survival-Ding ist. Mehr habe ich mich damit noch nicht auseinandergesetzt, aber ich finde es richtig, also es ist nicht super hübsch von der Grafik her, aber es ist so stimmig, finde ich. Es gibt doch immer haufenweise Filme mit dem Setting, oder? Ja. Vielleicht kommt es mir nur so vor, dass es so viele davon gibt, aber irgendwie vom Gefühl her, dieses Schlittenhunde und Überleben, am besten noch mit irgendeinem Schlittenhunde-Rennen dabei, ja. Das gibt es, glaube ich, auch schon öfter. Ja. Project Winter, sagt Wasu, Terinus. Ich hoffe halt auch. Also, das meine ich nicht. Also, aber wäre auch in der Also, wenn ich spielen müsste, hoffe ich auch, dass es eine Story gibt.
weil rein nur Survival-Spiele ohne irgendeine eine Handlung oder eine Story finde ich jetzt auch nicht gerade so catchy. Ich spule nochmal zurück. Ich könnte es mir aber gut vorstellen, weil viele von den Sequenzen... The Long Dark, genau. Danke, Jagdpizza. The Long Dark, meinte ich. Mal hier. Es ist auch vom Trailer... Ich drehe mal kurz lauter, ja? The Forest nur im Winter. A Nightmare, ja, und so weiter. Du hast keine Nightmares, wenn es ein reines Survival-Spiel ist, ne? Weißt du, was ich meine? Learn from Nightmares und so weiter und so fort. Ich glaube schon, dass es story-driven ist. Und das könnte ich mir eigentlich ganz cool vorstellen. Das hat so ein bisschen den Flair, wisst ihr, was mich das erinnert? An Firewatch. Vom Feeling her. Habe ich jetzt auch dran denken müssen, ja. So eine Mischung aus Firewatch und The Long Dark, würde ich auch sagen. Und Firewatch war ja irrsinnig cool. Das hat mir super gefallen. Ja, gut. Mehr können wir dazu nicht sagen, bis wir es gespielt haben, denke ich. Schauen wir mal weiter. Ich finde, also ich kann mir das gut vorstellen. Also wenn das was ist zwischen diesen beiden Spielen, die wir gerade erwähnt haben, kann ich mir das gut vorstellen, das am Wochenende mal in aller Ruhe und Stille für mich zu spielen. Ich muss dir mein Key besorgen. Ein Husky. Alter. Kannst du dir bitte ein Buch aus dem Regal nehmen und deinen Kopf ganz stark dagegen hauen? Mehrfach. So, als nächstes ein Spiel. Release 22.10. Von Barrel Roll Games. Ein Multiplayer-Shooter. Aber nicht so ein bösartiger wie der Quiz, die vorhin im Vergleich zu Anno gebracht hat, sondern einer, den ihr tatsächlich wahrscheinlich alle schon kennt. Widget. Version 1.0. Oh, Versteckspielen. Versteckspielen, ja. Sie haben es ja Shooter tituliert. Aber ja. Prop Hunt, oder? Es ist wie Prop Hunt, ja. Super. Prop Hunt wäre auch mal hübsch. Wieder so Game, ey. Das haben wir ganz. Also das wäre doch auch mal was für den Stream. Das wäre was für den Stream, ja. Das haben wir am Anfang mal gespielt und ich finde, das ist so ein bisschen wie Among Us, weil Versteck spielen kann jeder. Es macht immer Spaß. Und sowas in Computerform und hier so sich als Pizza zu tarnen. Das ist so ein Sonntagsspiel, oder? Sonntagabend, ja. mit den Leuten aus der Community. Liegt das Haus da weg einfach. Die meisten werden es eh schon kennen. Es sieht so gut aus, schreibt Suna im Chat gerade. Okay, es ist echt so Prop Hunt so als ein Modus von einem Spiel und das einfach als fully fledged Game einfach rausgehauen. Und optisch erinnert es mich so an so Disney-Filme, moderne, ne? Irgendwie. Mhm. So von der Cuteness her und so weiter. Ich glaube, das kann sehr lustig sein. Das müssen wir uns auf jeden Fall mal reinziehen. Yes. Und es gibt Skins! Was will man mehr? Und man kann eigene Maps machen. Okay, das ist wiederum sehr cool, finde ich. Da sehe ich mich schon wieder, sehr stark auszutoben. Das heißt, wir können erst spielen, wenn 400 Stunden in so eine Map investiert hat. Richtig, richtig. Ja, da kriegt jeder dein kleines Häuschen. Überall Wub-Logos drauf. Überall. Ja. Machen wir dann für Halloween nächstes Jahr, ne? Ja, okay. So viel. Hat das schon mal wer gespielt, das normale Widget? Ja, habt ihr alle gespielt, oder? Schon mal. Ich hab's ganz früher mal gespielt, da war es aber noch in super Early Access. Ich hab's schon vergessen gehabt, das war vor 3-4 Jahren, glaube ich. Also das ist schon echt. Quiz, also, hast du es schon mal gespielt, gesehen, oder? Nein, ich kenn's in der Tat nicht. Überrascht mich auch, dass sich da ein Spieler mir vorbeigeschlichen hat, von dem ich so gar nichts mitbekommen habe. Nur der Titel vom Text, der kommt jetzt ein bisschen bekannt vor. Ja. Aber das Game selbst ist an mir vorbeigegangen. Das macht gar nichts. Man kann alles nachholen. Okay, passt. Nächster Titel. Muss, oder? Skins und Taunten gehört zusammen. Nächstes Game, Release 28.10. So, jetzt sind wir in der Zukunft sozusagen. Mal was ganz anderes. Ist von Ubisoft tatsächlich. Immerhin kennen wir von dem Genre, und jetzt haltet euch fest, technische Simulation. Sie haben es selbst betitelt als technische Simulation. Simulation, wenn es das ist, was ich denke. Es ist ein VR-Titel sogar und es heißt Argos, A Game of Space. Ja, ich zeige euch mal, was es damit auf sich hat. Game an, here we go. Argos, A Game of Space, es ist ein Weltraumtitel. 2057, bisschen Sci-Fi, mit VR, wo man wirklich simuliert, im Weltall mit Raumschiffen und so weiter zu überleben.
betitelt sich selbst als Simulation, es nimmt sich ernst, geht auch nicht zu weit ins Sci-Fi hinein, aber genug, dass es Sinn macht, im Weltraum zu überleben, sozusagen. Ja, also wirklich im Sinne von Raumschiffe besteigen, haha, er hat besteigen gesagt, Asteroiden abbauen, Ressourcen sammeln, und es geht so ein bisschen in die Richtung Zukunft der Menschheit wieder mal. Ich finde, solche Titel kann ich mir in VR so gut vorstellen, wie wenig andere, muss ich sagen. Also wenn du vor allem wenn du Cockpit-Ansicht hast und so weiter. Ja, Weltraum geht in VR immer gut. Weltraum in VR, oder? Guck's dir an. Stell dir vor, du sitzt da drin. Ja, weil es gibt ja auch, also gerade bei Oculus gab es viele Spiele, die ja, also tatsächlich ist es erstaunlich, also lässt sich Schwerelosigkeit ganz gut in VR irgendwie widerspiegeln, auch wenn das erstmal irgendwie unintuitiv klingt, aber offensichtlich geht das ganz gut. Ich habe tatsächlich eben mit meiner VR-Brille noch nie ein richtiges Space-Spiel ausprobiert, müsste ich vielleicht echt mal nachholen. Irrsinnig gut. Vielleicht wäre sowas echt mal was. Ich finde es spannend, dass man kein Rollercoaster braucht, damit das einem den Magen aushebelt bei solchen Sachen. Ich habe das bei Star Wars Squadrons gehabt. Ich sitze in dem Cockpit und ziehe nach oben, und in dem Moment drückt es mich so richtig den Magen hoch, und ich denke mir, what the fuck, ich sitze in einem Sessel in meinem Wohnzimmer. Warum spüre ich das jetzt? Ja? Das Gehirn macht das sehr viel immersiver scheinbar. Ja. Ich muss ja sagen, ich bin ja selber jemand, ich weiß, die Leute sind da extrem unterschiedlich, ich bin ja jemand, der sehr resistent ist bei VR, was Übelkeit angeht. Also ich kann da stundenlang damit herumtun, aber jedes Mal, wenn es irgendwie so zu einer Art Plank-Experience kommt, sprich, du springst irgendwo runter und die Kamera dreht sich einfach mit dir sozusagen, ne? Dass du quasi diesen Fall in einer Drehung simulierst, da spüre ich es dann auch richtig, ne? Dass ich komplett die Orientierung verliere. Es ist super, dass das geht. Also bei mir ist es wirklich Headset-abhängig. Ich habe das bei PlayStation VR nicht ausgehalten, die Motion Sickness war schlimm. Ja. Bei der HTC Vive war es wieder hervorragend. Ich hatte kaum Motion Sickness. Und jetzt bei der Oculus Quest 2 ist es so ein Zwischending. Ich habe wieder etwas mehr Motion Sickness, aber es ist nicht ganz so schlimm wie seinerzeit bei der PS4. Also es macht für mich wirklich einen Riesenunterschied, welches Headset ich aufhabe. Mhm. Ja. Glaube ich sofort, ja. Hängt ja viel mit den Herzraten zusammen, die diese Headsets zur Verfügung stellen auf den beiden Monitoren, die sie halt drinnen haben. Und die Reaktionsgenauigkeit quasi, in der die Sensoren das anpassen, die Geschwindigkeit. Das stimmt. Ja, und die Möglichkeit, das zu fokussieren. Du hast ja, bei der Oculus weiß ich es, weil wir eine da haben, du hast ja so einen Fokusring quasi, wo dann die Linsen hin und her geschoben. Also es gibt ganz viele Sachen, die dafür sorgen, dass einem... Aber es ist trotzdem natürlich auch ein bisschen Veranlagung. Also es gibt einfach Leute, die können keine 5 Minuten da drunter sein und die kotzen sich an. Ja? Und dann gibt es Leute, die machen das beim ersten Mal 4-5 Stunden teilweise. Wobei gefühlt von dem, was ich bisher erfahren habe, eher die Leute bei ersterem zu Hause sind in die Richtung, als wirklich, dass sie gar komplett unempfindlich sind. Ich glaube, das ist das Problem, was diese Technologie auch am meisten ausbremst. Die meisten Leute haben eine massive Motion Sickness. Denen geht es dann so dreckig und haben dann denselben Effekt wie ich mit meinem ersten Erlebnis mit saurem Apfel. Du willst das Zeug dann einfach nie wieder trinken. Und das ist aber ganz, ganz schlecht für ein solches System, weil man muss sich langsam dran gewöhnen. Ich schaffe zum Beispiel mittlerweile so ungefähr eine Stunde in VR, dann merke ich halt langsam, okay, jetzt wird es mir zu viel, jetzt muss ich mich hinsetzen, mich wieder ein bisschen Ding. Und das kann man aber steigern, je mehr man das trainiert. Von Anfang an, du probierst es immer auf irgendeiner Convention aus und dir ist immer so richtig 2 Stunden lang kotzübel, dann wirst du nie wieder eine VR-Brille aufsetzen. Ja, und dann verkaufst du natürlich auch keine VR-Brille. Ne? Ja. Ist ein Titel, auf den ich mich sehr freue, muss ich sagen, weil es solche Sachen nicht oft gibt. Und ich bin generell ein Fan von allem, was irgendwie mit Cockpits zu tun hat für VR, weil das funktioniert, finde ich, hervorragend. Egal ob Space oder nicht Space. Wir haben ja unlängst auch Star Wars Rogue Squadrons gespielt in VR mit Joystick und so weiter. Das war ja auch super. Es war schwer, aber super. Das,
Aber das ist so toll, ja, in VR, wenn du das Cockpit des X-Wings oder des TIE Fighters direkt vor dir hast und wirklich drauf schauen musst, dass das ein geiles Feature ist. Das macht echt Spaß. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ich fand bisher am besten umgesetzt waren Cockpits in VR in Elite Dangerous, weil du dort wirklich ein Cockpit hattest, das sich aufgebaut hat, je nachdem, wo du hingeguckt hast. Das ist halt mördergeil. Weil du guckst nach links und auf einmal kommt das Display fährt quasi aus und du hast dein. Also es ist. Ich habe das Spiel selber nie übers Tutorial hinweg gespielt, aber ich habe das Tutorial 7-mal gespielt inzwischen. Einfach weil ich dieses geile Cockpit erleben wollte jedes Mal. Ja. So, passt. Nächster Titel auf der Liste. Wie viele haben wir denn noch? 1, 2, 3, 4, 5 haben wir noch. Gehen wir ein bisschen Gas, ne? Nächster Titel auf der Liste. Genre Action-Adventure, Ubisoft Toronto. Ganz viel Ubisoft heute dabei. 29.10. Wer errät es? Watch Dogs. Watch Dogs! Hat er recht. Kann ja nur Watch Dogs sein. Da hat er recht. So, spielen wir ab. Mal hier einen Trailer. Schauen wir uns Watch Dogs nebenbei an. Wer von euch hat Watch Dogs schon gespielt? Eins oder zwei? Beide, ja. Beide. Ich habe den ersten durch und den zweiten angefangen und leider irgendwann ein bisschen frustriert abgebrochen. Aber ja, beziehungsweise hat es mich einfach nicht. Deswegen bin ich ein bisschen skeptisch beim dritten, muss ich ganz ehrlich sagen. Danke, genau das. Genau. genau das. Sie haben ja, was ich mitbekommen habe, jetzt ein bisschen einen anderen Twist auch drinnen. Und zwar, dass du versuchen musst, genügend Blackmail zu finden, um quasi Kontrolle über andere Charaktere übernehmen zu können. Das finde ich ganz cool. So sei jeder in der Stadt irgendwie, gell? Du kannst irgendwie Rollen übernehmen, du kannst theoretisch jeden mehr oder weniger übernehmen oder also nicht im Sinne von Gedankenkontrolle, aber irgendwie im Sinne von anderer Form der Steuerung. Genau, also sobald, ich weiß nicht, ob es stimmt, ja, also dazu, damit habe ich mich zu wenig befasst, aber was ich jetzt mitbekommen habe, ich habe mir so ein Gameplay, so ein 10-Minuten Gameplay-Video angesehen von denen Sachen und du konntest, ja, du kannst alle rekrutieren und jeder kann auch sterben, schreibt Niners gerade im Chat. Ja. Das finde ich halt super spannend. Ja. Das ist ein super interessantes Feature, das ich, wie ich zum ersten Mal davon gehört habe, recht interessant und recht gefeiert habe. Aber je mehr ich von dem Spiel mittlerweile sehe, je mehr Trailer ich mir anschaue, je mehr ich von dem Ganzen mitbekomme, umso mehr Angst habe ich, dass es wieder so ein Ubisoft, ein lieblos hingeklatschtes Ubisoft Baukastenspiel ist, so wie der zweite Teil für mich leider war, der im Kern von der Story her keine Seele hat. Und deswegen habe ich auch irgendwann einmal aufgehört, den zweiten zu spielen, weil mich die Story nicht mehr angetrieben hat. Mhm. Und allein nur, ich kann jede Figur rekrutieren und mir mein eigenes Team zusammenstellen, klingt für mich schon wieder so total nach Ubisoft Fetch Quest vollgepackte Open World, die für mich wieder nach 20, 30 Stunden so langweilig wird, dass ich mich nicht mehr motivieren kann, weiterzuspielen. Und das ist die Angst, die ich bei dem Titel ehrlich habe. Ich muss ja sagen, ich freue mich schon drauf, die alte Oma zu spielen mit dem Elektroschocker. Aber gerade wenn es 70 Euro wert ist. Wenn wir von Story jetzt reden, ich frage mich, wie sie das umsetzen, wirklich eine gute Story. Du siehst das jetzt eh hier, Operatives im Screen. Unzählige Personen, die du da spielen kannst, jetzt schon in dem Fall. Die halt alle irgendwelche, zwar schon besondere Fähigkeiten haben, die nur die Charaktere dann haben. Aber ich frage mich, wie man da eine glaubwürdige Story dann umsetzt, wenn du so viele Charaktere hast, unterschiedliche. Ne? Du kannst dich nicht binden an irgendwen. Weißt du, was ich meine? Bin ich gespannt, ob es eine Konstante gibt, weil die braucht es auf jeden Fall, glaube ich. Genau, das ist das eine. Ich glaube, es wird eher ein großer Spielplatz so werden, also indem man eben ähnlich wie Wildlands, wo man einfach viele verrückte Sachen machen kann und bestimmt viel Spaß haben kann. Ja. Ich glaube, ich sehe das ein bisschen ähnlich wie KISS, dieses Feature ist unglaublich interessant, aber du hast ja gerade, hat man diese Charakterauswahl gesehen. Ja. Ich habe das Gefühl, dass es mich überhaupt
es wird überhaupt nicht einen Einfluss auf mich haben, ob da jemand, ja, es können die Leute sterben, aber ist es mir nicht wahrscheinlich egal, ob sie sterben? Ja. Also baue ich Beziehungen zu diesen Figuren auf? Weiß ich, was die für eine Geschichte haben? Also will ich, dass sie überleben? Wenn ich diesen Charakterauswahlbildschirm sehe, das sieht aus wie ein Street Fighter Auswahlbildschirm. weiß ich nicht. Also vielleicht irre ich mich, aber ich glaube eher, das wird einfach eine große Spielplatz, oder? Glaube ich, wird Spielplatz, ja, genau. Ein Spielplatz. Ich glaube auch ein Spielplatz. Ja. Was ja prinzipiell, es erinnert mich ein bisschen an, wie heißt dieses Spiel, was völlig übertrieben ist? Just Cause. An Just Cause erinnert es mich. Saints Row genauso. An diese Titel erinnert es mich irgendwie. Ja. Aber man will es nicht im Vorhinein verurteilen. Schauen wir mal einfach, wie es ist. Man wird sehen. Die Nina wird es bei uns am Kanal am Donnerstag spielen. Ja, bin schon gespannt. Schauen wir mal. So, genug davon. Next. Wir wollen ja zum Tagesthema kommen, ne? Irgendwann. Release 3.11. Grimlore Games Echtzeitstrategie. Derer es ja nicht mehr so viele gibt heutzutage, ne? Wobei jetzt wieder ein bisschen mehr in letzter Zeit. Gefühlt. Spellforce 3, The Fallen Gods. Game an. Ist ein Add-on zu Spellforce 3. Spellforce 3 habe ich gespielt, fand ich super. Extrem hübsch. Mhm. Richtig coole Story, tatsächlich. Also Fantasy-Story, ihr kennt es ja, ne? Aber war richtig geil zu spielen, die Kampagne. Sonst habe ich nichts gespielt. Kein Skirmish, kein Multiplayer, hat mich nicht interessiert, alles. Aber die Kampagne fand ich mega geil. Und bei der habe ich wirklich Spaß gehabt. Ich glaube, ich weiß nicht, Spellforce, ich kann mir das auch im Multiplayer gar nicht so wirklich vorstellen. Aber wird sicher gut gehen, keine Ahnung. Singleplayer fand ich super. Also wenn das wirklich nur eine Singleplayer-Erweiterung ist, glaube ich, kann man da nichts falsch machen. Es ist so hübsch, guckt's an! Guckt es an! Es ist wunderschön. Also, ich habe Spellforce 3 auch sehr gemocht. Spellforce 1 damals auch sehr. Ja! Ich habe bei dem Spiel immer das Problem, dass ich diesen Rollenspielerteil, wenn man mit den Helden unterwegs ist, finde ich super. Und die Echtzeit ist halt sehr belanglos, die Helme haben lassen können. Und das ist leider immer so. Mhm. Das wurde in Spellforce 3 ist auch nicht viel besser geworden, fand ich. Von daher, ich freue mich, dass es Erweiterungen gibt, dass es offensichtlich erfolgreich ist. Aber ich hatte es nicht mehr auf dem Schirm. Ich hatte es auch nicht am Schirm. Mittlerweile ziemlich belanglos, ja. Sehe ich leider ganz genauso, hat mich bei den Vorgängerteilen auch immer sehr abgeschreckt. Man merkt, man hat irgendwie das Gefühl, hier hat sich jemand gedacht, hey, wir machen normalerweise eigentlich nur so Fantasy Singleplayer-Abenteuer und jetzt machen wir mal was mit isometrischer Grafik und mit Einheiten und sowas etc. Aber wir haben nicht wirklich Ahnung, wie wir das machen, aber egal, es wird geil, komm, hau rein. Und so hat sich das dann auch gespielt für mich immer wieder. Und da gibt's Genrevertreter, die finde ich machen das besser. Das stimmt, ja. Das stimmt definitiv. Spaß hat es mir trotzdem gemacht im Singleplayer, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob ich es mir holen werde. Ist tatsächlich, wie du sagst, eines der Strategiespiele, die eine ziemlich gute Story haben. Das ist ja auch nicht so üblich. Also wenn man so auf schöne, nicht unbedingt weltbewegende, aber vielleicht auch ein bisschen generische, aber trotzdem schön erzählte Fantasy steht. Solide einfach, ne? Es ist nichts. Ja. Nichts Außergewöhnliches. Ich will es jetzt auch nicht spoilern und drauf eingehen, aber es ist okay. Ja, es hat mich unterhalten für die Zeit. Und ich habe nicht aufgehört. Normalerweise, wenn ein Spiel langweilig wird, für mich, ich höre auf dann und greife es nie wieder an. Das ist vielleicht auch was auf den Themenkalender noch kommen könnte und sollte, nämlich das Thema Story in Videospielen. Mm. Und inwieweit kann ein Videospiel mittlerweile schon mit einem Film mithalten? Ich habe da ein YouTube-Video von Jimquisition mir angeschaut, der Meinung ist, also Videospiele können nicht mal annähernd mit irgendeiner Film oder einer Serie mithalten. Ich finde, es gab Videospiele, die haben mich storymäßig extrem mitgerissen und das hat so manche Serie oft nicht geschafft in derselben Zeit. Also finde ich, das ist wieder ein ganz eigenes Thema für sich. Ja. Ich finde tatsächlich das Gegenteil, also ich will jetzt nicht so weit aufs Thema eingehen, weil wir es dann wieder verlieren, aber ich finde, das Gegenteil ist der Fall. Ich finde, Spiele sind viel mehr dazu in der Lage zu emotionalisieren. Dadurch, dass du drin bist und Entscheidungen triffst. Thema, wo man, ja. Wahrscheinlich müsste man sich da auseinandersetzen, was man unter dem Film versteht. Da bräuchten wir wieder die Definition. Also im Sinne von, kann ein Spiel wirklich ein besserer Film sein? Aber halten wir uns mal fest. Warte, ich piepse hier ein bisschen ins Mikro, pass auf.
Was waren denn? Wir hatten vorhin noch zwei Themen. Was war das denn? Ich will das noch aufschreiben fürs nächste Mal. Cheaten war eins, ne? Und das andere? Ging es nicht um den Shitstorm von Halo Games? Shitstorm und so weiter, genau. Stimmt. Shitstorm. Okay, passt. Also bevor wir gleich in das Thema eintauchen, ich muss gerade kurz eine Minute vom Keyboard wegsteppen. Das ist okay, wir haben noch drei Spiele, die ich gehe schnell durch mit den Jungs. Du kannst ruhig. Ach, ich bin sofort wieder da. Dich entleeren gehen oder whatever. So, ja, nächster Titel. Ich gebe ein bisschen Gas, dass wir zum Thema kommen, ja. Release 5.11. Little Green Man heißt das Team. Weltraum-Action. Weltraum finde ich immer klasse. Deswegen Early Access Release 5.9. schon 2019. Aber jetzt ist es da quasi. Starpoint Gemini 3 heißt das. Ich weiß nicht, ob ihr Starpoint Gemini kennt. Aber es ist, wie nenne ich es? Weltraum-Action-Strategie tatsächlich. Es ist nicht nur Action. Also du fliegst ein Schiff, aber du musst andere Schiffe bekämpfen, kriegst dadurch Credits, kannst dir neue Schiffe dazu rekrutieren, wirst immer größer, bla 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 bla, bis du irgendwann Planeten einnehmen kannst und so weiter. Hat mich im zweiten Teil sehr gut unterhalten. Ich freue mich tatsächlich auf den Teil, aber das ist auch wieder, also es braucht eine Weile, ja, bis du da wirklich Planeten einnehmen kannst. Du spielst da wirklich schon eine Weile dran dann. Aber du kannst dein Schiff modifizieren, du kannst andere Schiffe ändern, glaube ich sogar. Kann ich mir das so wie Freelancer vorstellen? Du kannst dir das wie Freelancer vorstellen, ja, nur dass du Planeten einnehmen kannst. Ja. Ja, das klingt schon geil irgendwie. Ja. Freelancer hat mir sehr gut gefallen. Aber ist das Sandbox wieder oder hat das Sandbox eine richtige Story? Ist Sandbox. Ah, okay. Du hast einen roten Faden, also ich kann nur vom zweiten Teil jetzt reden, ja? Du hast einen roten Faden gehabt beim zweiten Teil. Und auch so rollenspielmäßig Gebiete, in die konntest du einfach noch nicht rein, weil du sofort zerlegt wurdest, ja. Und du hast pro Planet und pro Mission, die es halt gibt, auch so ein Power-Level, wo du siehst, was möglich ist für dich und was nicht, damit du nicht frustriert wirst und irgendwo hinfährst, wo du gar keinen Meter hast. Aber es ist eine Art Freelance, ob es an Freelancer rankommt, an das Feeling, das wir damals bei Freelancer hatten. Ich bezweifle es, ja, weil das war geil. Auch wenn man es heute spielt, ist es wahrscheinlich nicht mehr so geil, aber damals war es geil. Aber der zweite Teil hat mich sehr unterhalten. Ich bin gespannt, was der dritte so gibt. Es ist ein bisschen so eine versteckte Perle, muss ich sagen. Es ist schwer, die Gefühle von damals wieder, das ist auch wieder ein Thema für sich, es ist schwer, die Gefühle von damals zu verstehen. Wird schon aufgeschrieben. Gefühle von damals. Nostalgie. Ich habe den Film Hook damals zum Beispiel verehrt und geliebt, ja. Und heute tue ich mir echt schwer bei manchen Szenen, wo ich mir echt denke, das sieht einfach nur mal furchtbar aus. Ja, I feel you. Ja, ich weiß, was du meinst, vollkommen. Ja, ich würde jetzt einfach durchgehen, dass wir dann zum Thema kommen, quasi. Ein bisschen. Ja, ja. Wir haben jetzt noch zwei Titel. Beides, kann ich jetzt schon sagen, Rennspiele. Das heißt, den einen oder anderen bei uns im Channel wird. Ich eh raus. Weiß ich gar nicht. Kommt auf den Spiel an. Weiß ich gar nicht. Erstes Spiel, Release 6.11. Von Stellar Entertainment. Need for Speed Hot Pursuit Remastered. Wo wir wieder beim Thema letzter Woche waren. Remastered. Yeah. Ne? Need for Speed Hot Pursuit. Sorry, ich muss mal richtig aussprechen auch. Wer hat das damals gespielt von euch? Ja, ich habe es gespielt, ja. Aber ich muss immer sagen, es geht für mich nichts über Most Wanted. Nichts. Ich dachte, nichts. Nee, ich habe noch nie, also Most Wanted hat mich damals die Polizei und so und die deutsch synchronisierte Funksprüche so fasziniert, das war so gut alles. Ja. Und seitdem hab ich nichts mehr dergleichen gesehen. Das war cool, ja. Ich muss ja sagen, wir haben das auch gefallen, was du es gesagt hast. Mir hat aber auch Underground gefallen. Eins tatsächlich, nicht zwei. Zwei fand ich nicht so gut. Aber ich finde es schön, ich meine, wer weiß, wie es dann am Ende ist, ja. Das Feeling von damals wieder zu beleben, ganz ehrlich. Wo man wieder ist beim Nostalgie-Thema. Achso. Das ist. Ich habe gerade überlegt. Ja, es ist der Trailer. Ich habe den Trailer jetzt da drin, ja. Und das ist so ein Typ, der. Ich war nur verwirrt. Es sah gerade aus, ob es irgendwie die YouTube-Werbung wäre oder so. Nein, das ist der Trailer. Der Typ, ja, im Prinzip im Trailer, denkt er die ganze Zeit an die Vergangenheit, an früher.
wie cool das war. Und so ein Typ hat ihn geschlagen quasi damals. Und er hat keine Ahnung gehabt, wie er ihn geschlagen hat. Und sein ganzes Leben lang denkt er drüber nach. Und jetzt kommt es halt wieder. Das Game. Wenn wir wieder beim Thema Cheater wären. Ja. Bin ich der Einzige, der sich merkwürdig dabei fühlt, wenn Werbespots Nostalgie aufbauen wollen von einem Spiel, das noch gar nicht so lange her ist? Ich meine, ich habe noch am NES gespielt. Das ist fucking Nostalgie, ja? Ich meine, das Hot Pursuit, wie lange ist das her? 5, 7, 8 Jahre vielleicht? Ja, das zeigt, dass wir alt werden. Ja. Also das ist doch schon, wir sind ja so alt, dass wir schon nicht mehr zur alten Generation gehören. Am liebsten hätte ich jetzt einen Button, wo okay Boomer am Bildschirm steht. Ich mein, dann, ne? Echt jetzt? Na, ich meine, ich bin Generation X, ne? Wir sind Generation X. Ja. Also ich bin Generation X. Und ich verstehe das nicht. Ich kriege solche Gefühle nur, wenn mir jemand das alte Metroid zeigt, ja, wo wir noch einen Code eingeben mussten, der nicht funktioniert hat. Ja, er funktioniert übrigens bis heute nicht. Und wir uns noch gefragt haben, warum zum Teufel ist bei dem einen Code Samus Aran eine Frau? Weil es die ganze Zeit eine Frau war, weil wir das nicht gecheckt haben. Verrückt. Weil das der große Twist dieses Spiel war. Jetzt habe ich gespoilert, verdammt. Ich glaube nicht, dass das so viele jetzt noch spielen werden, aber. Ich meine, wir haben uns letztens schon darüber unterhalten, als dieses neue Larry-Spiel, das Point-and-Click-Adventure rauskam. Ja. Das haben wir damals noch mit dem Parser gespielt. Da musste man noch händisch eingeben und da gab es kein Internet, wo wir Lösungen rausgefunden haben. Ja. Das war hardcore. Aber es gab Lösungsbücher, ne, zum Kaufen. Das erste Larry, was damals gar nicht dafür gedacht war, ein Larry zu sein, sondern eigentlich nur ein schlechtes Erotik-Game war, das sie retten wollten. Wie hieß das Passwort in der Klo-Kabine? Fuck, Mann. Keine Ahnung. Can't send me. Das weiß er noch. Schau ihn an, das weiß er noch. Ja, dafür ist irgendeine wichtige Kindheitserinnerung weggegangen, aber sowas bleibt. Ist auch viel wichtiger, ne? Ich kenne noch die Cheats von Age of Empires 1. Ja. Ach, hör auf, ey. Wunderbar. Guten Alten. Ich brauche nur allein diesen Titelbildschirm sehen, wo ich diese, wo mit dieser Insel, diese verpixelte Insel, mit diesen verpixelten kleinen Dörfchen dort und die Schrift Monkey Island, ich bin schon in meiner Kindheit. Das ist schön. Ja. Ich glaube, Kindheit ist da vor allem ein wichtiges Thema. Egal wie alt man jetzt ist, Nostalgie ist einfach dann Kindheit und nicht so und so viele Jahre zurück. Genau. Deshalb ja, ist aber, für dich was anderes als für mich zum Beispiel. Aber ganz ehrlich, weil wir jetzt sagen, wie können die Nostalgie auslösen bei sowas? Die Leute, die 2000 geboren sind. Ja. Wer ist die Zielgruppe? 14-Jährige? Ja. Ne? Schon, ja. 14 bis 18 hätte ich gesagt, oder? Wenn es speziell um das Spiel geht, ja. Dann ist das die Zielgruppe, ja. Egal, gehen wir weiter. Ich hätte zum Beispiel gern eins von den ersten Need for Speed-Teilen remastered. Das finde ich super. Die Teile, wo man noch mit einem Cheatcode einen Dinosaurier steuern konnte als Auto. oder einen fucking Bus oder ich weiß nicht, was es da alles gab. Da gab es ja für völlig absurde Sachen. Das war großartig. Ich glaube, ich muss mal wieder Destruction Derby spielen. Oh ja. Oder Flatout 1. Das war auch super. Ja. Burnout Paradox. Also Need for Speed, der Remaster-Teil macht mich jetzt nicht so nass. Aber beim nächsten Titel, und das ist der letzte jetzt für heute von den Release-Titeln, bevor wir zum Thema der Woche kommen, den könnte ich mir schon vorstellen, mal anzuspielen. Und zwar Release 6.11.2020 Codemasters, Genre Rennspiel, Dirt 5 kommt raus. Ja? Der Dirt. Der Dirt, der dreckige Fünfer kommt raus. Das dreckige Rennspiel. Sie haben tatsächlich vor, die Serie ein bisschen zwei zu teilen. Richtung, eine Richtung, also ein Studio wird jetzt, so wie es aussieht, weitermachen, eher den Arcade-lastigen Teil. Und einer wird eher Richtung Simulation gehen, was ich einen guten Schritt finde. Welches ist jetzt der Arcade-Teil? Der jetzt rauskommt. Der ist arcadig. Arcadiger sozusagen. Ja, es soll so eine langsame, wie haben sie gesagt im Interview, es soll so eine Gabelung sein, an die sie jetzt gehen sozusagen. Jetzt werden sie sich Stück für Stück voneinander entfernen. Aber die Bilder lassen es eh schon ein bisschen vermuten. Ne? Da ist viel Action, viel gesprungen. Und lauter Disziplinen. Ich pausiere hier mal kurz das Video. Lauter Disziplinen, die Fun-Disziplinen sind, ne? Hier der Achter. Ja, und so Sachen. Also alles Offroad-mäßige. Alles stark Rally-mäßige. Könnte ich mich mal wieder freuen. Ja, Skins, natürlich. Was denn sonst? Mit einem Editor sogar. Ja, das heißt, ich werde auf jeden Fall ein Whoop-Auto machen. Kannst du jetzt schon sicher sein. Hier sehen wir ganz gut, was dann... Weil ich es gerade gesehen habe. Hier, guckt. Wartet, wo ist es?
wo ist es? Hier? Weil wir gerade nachher, später werden wir das Thema Werbung in Computerspielen haben, ne? Und ich sehe hier schon ein Pepsi-Logo drauf, geklatscht. Ja, interessant. Ja. Nur mal so. Ja? Welch Adlerauge. Wir haben das nur unterbewusst jetzt mitgenommen. Und kann mir wer einen Cola bringen? Ich habe schon eins. Wurde schon vorinfiziert. Vielleicht habe ich deswegen gesehen, ne? So, und das ist das Feature. Was ein Grund sein könnte, warum ich es spannend finde. Splitscreen, 4 Spieler Splitscreen. So. Lokaler Koop, Alter. Lokal. Das kann es. Cool. Das gab's ja seit bestimmt 10 Jahren nicht mehr. Ja, damals, ja die so. Guten alten ist Zeiten. Ist ja so mittlerweile fast, gut, dass das Lokale fast schon ausgestorben ist. Das ist für mich schon fast ein Kaufgrund, ehrlich gesagt. Das ist für mich ein Kaufgrund. Wenn ich mit den Kids spiele, dann spiele ich dieses blöde Mario Kart, weil man es zu viert spielen kann. Ja, ja. Genau. Und Dirt, ich meine, von der Optik her, das ist richtig krachig, glaube ich, wenn man da mal zu viert auf der Couch sitzt mit seinen Freunden oder den Kids. Dann, ich glaube, das ist ein toller Abend einfach. Aber hey, Mario Kart. Nein, wir spielen nur Dirt 5. Mit Pepsi. Ich finde den Arcade-Ansatz finde ich gut und die Idee mit dem 4-Spieler-Splitscreen finde ich genial. Mhm. Ja, und dann hast du Skins, kannst du dir selber machen, da mit dem Editor. Finde ich auch immer super. Ich weiß jetzt schon, mein erster Skin wird entweder sein Einhorn oder David Hasselhoff. Keine Ahnung, welches von beiden, man wird sehen. Aber ist es nicht traurig, dass wir hier ein Feature feiern, das früher für uns völlig selbstverständlich ist? Ja. War? Ja. Wir hatten ja nichts. Und ganz ehrlich, Fall Guys könnte man jetzt wieder rausholen aus dem ganzen langsamen Abwärtstrend, wenn man Splitscreen einbauen würde. Meiner Meinung nach. Das habe ich mir auch gedacht, warum hat Fall Guys keinen Split? Das habe ich nie verstanden. Ja? Ja. Warum kann ich das nicht mit meinen Kids am Sofa gemeinsam spielen? Das ist doch das Familienspiel schlechthin. Ja, ja, ganz genau. Das habe ich mir auch gedacht. Oder ein Partyspiel, ne? Ja. Das stimmt. Ja. Gut, das war der letzte Titel. Heißt, wir sind durch mit der Liste und werden jetzt ans Thema der Woche uns ranmachen, denke ich. Irgendwer berühmte letzte Worte noch zu der Release-Liste? Berühmt? Ja. Ja. Wollen wir GameStar zitieren? Spielt ihr Narren? Ja, unbedingt. Einer der besten Sprüche. Hat lange gebraucht, bis er Ding, aber Maurice spielt ihr Narren. Geil. Maurice, wenn du mich hörst, geil. Muss lauter rufen, vielleicht hört er dich da. Maurice, geil. Maurice. Ja, Rabbit schreibt gerade Fortnite. Als Fanboy auf der Gamescom. Maurice, geiler Spruch, Alter, Maurice. Das ist ein riesiges Plakat einfach. Ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass jetzt langsam die Leute alle die Luft anhalten und auf Cyberpunk warten. Alter. Wühle nicht in der Wunde. Wühle nicht. Ah, doch, doch. Ich habe das Artwork, Artwork-Buch geschenkt bekommen von Nina. Okay. Holy shit, ist das geil. Oh. Ich spiele das als Rollenspiel schon seit Jahren. Ja? Mhm. Ich bin so ein fucking Fanboy. Ja? Ich überlege schon die ganze Zeit, wie ich hier an den Hut Let's dran kriege. Wir haben ja, wir werden es ja bei uns spielen, auch am Release-Tag. Ich werde um Mitternacht herkommen, das Runterladen anfangen, werde die Nina abholen von zu Hause. Dann werde ich wieder herfahren und hoffentlich sehen, dass es fertig ist. Und dann werden wir loslegen mit dem Stream bis zu Mitternacht, glaube ich. Wir werden das durchspielen. Wenn man nicht. Ich überlege auch, dass ich mir frei nehme. Das Unfaire ist ja, dass manche von den Leuten, die das auf Amazon bestellen, teilweise schon einen Tag früher geschickt bekommen. Aber ich traue mich das dann nie, weil ich mir dann nie sicher bin, klappt es nicht. Ja, genau. Kommt sie nicht. Ja, ja. Stimmt, ja. Ich freue mich schon sehr drauf. Wir werden ja auch tatsächlich, wir arbeiten gerade an einer Produktion tatsächlich, die uns in Auftrag gegeben wurde. Und ein Teil dieser Produktion ist ein Realvideo im Cyberpunk, also zum Thema Cyberpunk. Da freue ich mich schon richtig. Eigentlich hätten wir heute Drehtag gehabt, sonst hat die Location abgesagt um 3 in der Nacht. Aber das werden wir so schnell wie möglich nachholen. Und am Release-Tag werden wir dann dieses Video posten und ich freue mich schon wirklich drauf. Wir haben ein Drehbuch geschrieben, alles. Ich Cosplay schon gekauft. Nein, danke, kein Bier. Was? Kein Bier? Apfelschorle bitte.
Nein, es ist einfach eine. Ich bin schon so gehypt und das ist jetzt wirklich eine Gefahr für mich, wo ich auch in diese Hype-Falle reinfalle. Vielleicht möglicherweise, weil das ist jetzt wirklich was, das kenne ich ja schon seit meiner Jugend her. Und da kann es wirklich auch mir mal passieren, dass ich sage, okay, so geil ist es jetzt wirklich auch nicht. Auch wenn CG Project Red quasi die Halbgötter des Bioware, die Nokia der heutigen Zeit der Spielebranche sind. Aber das Spiel ist overhyped und für mich, also ich bin selber gehyped, ich bin mir nicht sicher, ja. Ich würde es endlich feiern, aber ich habe hohe Ansprüche. Es gibt tatsächlich auch ein, die Nina schreibt es gerade im Chat, ein Pen and Paper für Cyberpunk. Ich glaube, das meint der Quiz eben, oder? Oder ja, meint genau. Das Shadowrun? Okay. Achso, das meintest du. Ich meine das, ich habe das wirklich viel lieber als Shadowrun gezockt, weil zum einen fand ich das mit den Fabelwesen jetzt nicht so geil und der Stil her fand ich gut. Es steht nämlich original im Regelwerk drin, mach mit deiner Spielergruppe wunderschöne kleine Charakterchen, die ihnen gut gefallen, die aussehen, wie sie wollen, die alles haben, was sie wollen und dann bringen sie in der ersten Spielrunde brutal um. So und jetzt fangen wir an, das Spiel zu spielen. Was hältst du davon, wenn wir das mal machen? Ey, und wir haben das schon im Chat besprochen. So die Pen and Paper Session, die fehlt noch in Woop. Ja, was hältst du davon, Quiz, wenn wir das mal machen? Das aber was die meisten da falsch machen, ist leider, du brauchst wirklich so ein paar Kameras, die direkt den Leuten ins Gesicht fahren, ja. Und so ein bisschen Licht aus. Das muss echt so richtig, das muss richtig dirty inszeniert werden. Ja? Aber das kann man ja organisieren, ne? Das ist ja nicht das Problem. Das kriegen wir hin. Okay, ich komme nach Wien dann. Ja, aber ich glaube, wir quatschen dann am Samstag, ob wir das irgendwie auf die Beine gestellt kriegen. Das könnte sehr cool sein, glaube ich. Gut, passt. Thema der Woche, Werbung in Videospielen. Tada! Jetzt wisst ihr es auch. Ja, steht eben Titel. Will jemand gleich den Elefant im Raum ansprechen? Welchen von den vielen? EA? Ich würde... Was stimmt mit EA nicht? Ich glaube, ich weiß, wovon du redest. Ich glaube, du redest von den Werbungen, die sie jetzt schalten in UFC und FIFA, oder? Genau, ja. ich dachte nämlich, dass das da, also ich glaube, das ist, ich glaube, darüber reden, glaube ich, momentan alle, oder? Oder nicht? Ich weiß nicht, ob alle, aber viele. Also für die, die es nicht wissen. EA in ihrer glorreichen Geldmaschinerie-Art haben sich ja, wie schon so oft, dazu entschlossen, ein neues Monetarisierungsmodell auf die Beine zu stellen. Und zwar schalten sie jetzt in Computerspielen Werbung. Wirkliche Werbung. Noch schlimmer. Wirkliche Spots. Die schalten in Computerspielen, die du schon gekauft hast. Ja. Und die zu dem Zeitpunkt, wo nicht bekannt war, dass sie darin Werbung schalten würden, nicht skippbare Werbung, bevor du anfangen kannst zu spielen. Wie du letztens auch schon gesagt hast, du hast es, wenn irgendwelche Zwischensequenzen nicht skippbar sind und jetzt hast du eine fucking Werbung. Ja, noch schlimmer. Die nicht mehr was zu tun hat, die nicht skippbar ist. Und die haben sie dann einen Monat nach Release des Spiels aufs Auge gedrückt, ja. Ich meine... Viel schlimmer. Aber bei UFC sind sie schon wieder... Bei UFC sind sie schon wieder zurückgegangen, wegen dem ganzen Shitstorm, der jetzt kam. Ich weiß nicht, ob es bei FIFA auch so ist. Keine Ahnung. Aber bei UFC auf jeden Fall haben sie schon abgedreht wieder. Gerade erst wieder, haben sie es gerade jetzt wieder probiert. Ne? Mhm. Ob sie es wieder rausgenommen haben, weiß ich noch nicht. Aber das war jetzt schon der zweite Vorfall dieser Art. Mhm. Also das ist ja das Erstaunliche an EA, dass man mittlerweile gar nicht mehr so erschrocken und schockiert ist, wie vielleicht noch vor ein paar Jahren. Weil die, wie du schon sagst, sie verprobieren es immer wieder. Und man hat ja bei EA wirklich, wie bei keinem anderen so klar, sieht man da, dass die Marketingabteilung und die Spieleentwickler wirklich komplett zwei unterschiedliche Welten sind. Also irgendwie scheint diese Marketingabteilung da immer so geile Ideen zu haben und dann immer sehr überrascht ist, wenn dann die Shitstorms kommen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die armen Spieleentwickler manchmal, wenn die sehen, was mit ihren Spielen da passiert. War bei EA, war Battlefront der letzte große Shitstorm oder gab es noch einen dazwischen? Bei EA jetzt im Konkreten. Ich glaube, die Battlefront-Geschichte war der letzte große Shitstorm bei Ihnen, naja, oder? FIFA. Madden FIFA. Auch. FIFA. Stimmt. Die Werbung, die sie in den Kinderspielkaufhäusern geschaltet haben, irgendwie, wo sie gesagt haben, irgendwie dein Team ist nur so und so viel Packs entfernt oder so, die sie dann auch wegschalten mussten. Also ich glaube, das machen die in einer... Das machen die regelmäßig, oder? Ja, das glaubst machen du? In einer geflissentlichen Regelmäßigkeit. Ich stelle es mir so vor, dass sie wirklich im Büro
eine riesige Uhr haben, wo dann draufsteht, Tage bis zum nächsten Shitstorm. Ja? So, und die tickt runter und alle werden panisch, dass sie irgendwas auf die Beine stellen müssen. Ich glaube, hier ist ein Mechanismus am Gange, ja, den ich schon vor Jahren gallespuckend verhasst rausbrüllen musste, aber der immer wieder greift, leider Gottes. Mhm. Man gewöhnt sich dran. Ja? Ich werde nie vergessen, wie vor vielen, vielen Jahren damals es diese DLC-Geschichte angefangen hat und es gab einen riesen Aufschrei in den damals noch sehr populären Computerzeitschriften, dass man auf einer CD das DLC schon vorinstalliert, also das war schon auf der CD drauf, das hast du quasi schon mitgekauft, ja, und das musstest du erst freischalten mit Geld, ja, aber es war schon alles, das ist heute gang und gäbe, das ist ganz normal, ja? Ja. Man produziert die DLC schon, während man das Spiel produziert. Das war damals ein Shitstorm wert. Das war das hast du ja und, immer und, bei Monetarisierungssachen, ne? Also es war ja bei Skins auch davor schon, ne? Und dann hat Counter-Strike diese Gloves hinzugefügt, ne? Diese Handschuhe zum Beispiel, das war ja auch ein kleiner Shitstorm. Also es und das Traurige ist, das hat uns damals aufgeregt und irgendwann mal haben wir uns aufgehört aufzuregen und dann wurde es ganz normal. Und jetzt ist es einfach so. Jetzt müssen wir damit leben, ja? Weil wir irgendwann mal aufgehört haben, uns zu wehren. Ja. Ja, oder weil wir uns, glaube ich, also was heißt wir, und ich, weil man sich vielleicht auch auf die falsche Art und Weise gewehrt hat. Denn wir müssen ja immer festhalten, das sind Unternehmen und die reagieren auf eine Sache, und zwar auf Gewinnabfall. Und es gibt so ein schönes Video, wo damals Call of Duty, ich weiß nicht mehr welcher Teil, also wo es Boykottaufrufe gab, und dann so ein Screenshot einen Monat später, wo diese Leute in dieser Boykottgruppe alle Call of Duty gespielt haben. So. Ja. Also natürlich, offensichtlich funktioniert es ja. EA würde es nicht seit Jahren machen, wenn nicht am Ende trotzdem irgendwie eine positive Bilanz bei rauskommt und die Marketingleute sagen, oh ja, hat doch funktioniert. So. Das ist schon interessant. Und ich weiß das selber. Ich habe mich auch jetzt gerne anderthalb Jahre gewehrt, mir Warcraft 3 Reforged zu holen und bin dann doch jetzt mittlerweile schwach geworden. Hm. Ich habe es vorbestellt damals, leider. Ich habe dann... Ja. Dann war es zu spät. Das war eine Art und Weise, mich zu wehren. Ja? Ich hole mir die Spiele dann schon, aber so ein, zwei Jahre später zum räudigsten Sale, wo ich sie finden kann und dann vielleicht noch über eine von diesen Plattformen, wo ich nochmal irgendeinen Rabatt auf den Spielecode drauf bekomme, sodass ich wirklich sagen kann, okay, ich habe es mir geholt, aber ich habe euch wirklich so wenig Geld dafür bezahlt, wie ich konnte. weil ich halt nicht bereit bin, diesen Hype mitzugehen, aber dann kommen halt wieder so Spiele, auch von EA kommen dann wieder Spiele, wo ich mir dann wieder denke, ah, ich halte es nicht aus, das brauche ich jetzt unbedingt. Ja, also ich bin dann auch so, dass ich sage, und ich verstehe das auch, wenn Leute so sind und sagen, okay, darauf warte ich jetzt nicht. Ja, da kommt ein Remake von Final Fantasy und das kann auch so scheiße sein, das muss ich spielen. Ja, darauf kann ich nicht warten. Aber das hat jetzt schon nichts mehr mit Werbung zu tun, ne? Das, die Remakes nein, aber und damit so weiter. Ich glaube, damit wird gearbeitet. Also ich glaube, das ist der Grund, warum EA, also warum wir eigentlich diese Situation mit diesen Werbeeinblendungen in Spielen haben, weil wir jetzt quasi, weil sie ganz genau wissen, wir werden das kaufen. Ja? Ja. Die FIFA-Leute, die werden das kaufen. Ich hatte einen in der Arbeit jemanden, einen jungen Mann, einen Zivildiener, der bei uns gearbeitet hat, und der hat mir erzählt, er ist in der Rangliste irgendwo auf Platz 5. Und damit, wenn das neue FIFA rauskommt, er diese Rangliste verteidigen kann, muss er mindestens 200 Euro für den Spielpreis noch dazu investieren. Mehr sogar. Ein FIFA-E-Sportler hat gemeint, dass man unter 1000 Euro nicht anfangen braucht, ernsthaft E-Sport zu betreiben bei FIFA. Er hat es auch kein zweites Mal geschafft. Also ich glaube, er hat beim ersten Mal einfach nur Glück gehabt. Und er ist auch ziemlich dran verzweifelt dann, wie er gemerkt hat, dass diese 200 Euro nicht gereicht haben. Und er wusste, dass das eine... dass es nichts Schönes ist, ja. Hm. Er wusste das, ja. Aber er hat trotzdem mitgespielt. Er hat es trotzdem, er hat es gemacht. Er hat es durchgezogen, ja. Okay. Ich weiß nicht, ob ich bereit wäre, solche Summen zu bezahlen, aber ich bin dann auch wieder so ein Depp und kaufe mir dann halt für 110 Euro irgendeine Special Edition, von dem ich weiß, dass sie mich nicht glücklich machen wird, aber ich will sie haben. Ich würde nur gerne das Thema wieder ein bisschen zurücklenken, weil jetzt sind wir bei Monetarisierung von Computerspielen. Ein Thema heute ist ja eigentlich Werbung in Computerspielen. Ich würde es gerne mal ein bisschen von oben anschauen. Und zwar schauen wir das aus der Sicht eines Unternehmens an.
Wer ist denn der typische, wenn wir versuchen müssten, irgendwie einen Charakter zusammenzustellen, für den diese Werbung dann da ist in diesen Computerspielen? Wer wäre das denn, glaubt ihr? Der typische Empfänger dieser Werbung. Mir fällt das Wort gerade nicht ein, es gibt ein Wort dafür. Keine Ahnung. Zielgruppe. Rezipient. Danke! Wer ist die Zielgruppe von Computerspielen? Ich hab das studiert, bitte. Naja, also im Schnitt männlich, oder? Mittlerweile gar nicht mehr so einfach zu beantworten, weil man auch merkt, wir haben ja vor ein paar Monaten auch mal über die neue Spielestrategie von Xbox gesprochen, wo man deutlich gemerkt hat, dass die mittlerweile auch sehr viele Nischenzielgruppen abholen wollen und auch Familie. Mhm. Natürlich hätte man vor ein paar Jahren, glaube ich, locker sagen können, der 18 bis 26 weiße Millennial, Mann, oder? Millennial, so, männlich, generell genau, hart zu erreichen, weil er kein Fernsehen mehr schaut, keine Zeitung liest, kein Radio hört. Glaube ich tatsächlich, dass das mittlerweile nicht mehr so einfach zu sagen ist. Mhm. Und auch, man muss auch dazu sagen, auch früher gab es durchaus auch klischeehafte Games, die auf Frauen und auf, also es gab schon. Wir reden jetzt aber über das Große und Ganze, hätte ich gesagt. Ne? Nicht über die Nische jetzt mal im Speziellen, auch wenn es viele Nischen gibt. Aber der Mainstream an Computerspielern, würde ich sagen, ist im Schnitt Millennial männlich. Im Großteil jetzt. Wir reden nicht von Mobile Games, wenn das auch dazu kommt. Ja, und das ist ein eigenes Thema für sich. Ich rede jetzt mal von Computerspielen. Wenn wir von Mobile Games reden, schaut das Ganze wahrscheinlich wieder anders aus. Da dreht sich es wahrscheinlich komplett um dann sogar. Aber bei Computern, glaube ich, gehen wir eher in die... Aber prinzipiell geht es um ein Klientel, welches mit dem Hobby Computerspiele oder Videospiele, wenn wir wollen, eines ist, welches schwer zu erreichen ist. Für normale Werbemittel sozusagen. Ja? Weil es wird immer weniger Fernsehen geschaut, es wird immer weniger Radio gehört. Zeitung lesen, ganz ehrlich, Printmedien, sogar digitale Printmedien, das ist alles am Zurückgehen, oder? Irre ich mich das? Oder stimmen wir uns da alle überein? Doch schon. Und ich glaube, nee, das stimmt ja schon zu. Ja, und ich glaube, das ist das, wenn man das jetzt als Unternehmen anschaut und schauen wir es als IE an, ja? Die haben da diese perfekte Plattform über diese ganzen wiederkehrenden Titel, die die Leute sowieso kaufen, egal wie schlecht sie es bedienen. Wenn wir uns FIFA anschauen, Call of Duty anschauen, diese ganzen Shitstorms, die Leute kaufen es doch sowieso. Sind wir sich ehrlich. Es gibt nicht, das, wenn du die mal drin hast in diesem Call of Duty Freundeskreis, ja, und alle ihre Freunde spielen Call of Duty, dann kannst du noch so sehr dagegen sein, die Leute werden es trotzdem kaufen. Oder ihre Eltern anbetteln, dass sie es kaufen. Genauso bei FIFA ist ja das Gleiche. Und da hast du aber eine irrsinnige Plattform weltweit. Und ich habe mir da ein bisschen eine Statistik auch rausgesucht. 5x5 Global hat die gemacht 2018. Sie sagen, über 1,2 Milliarden aktive PC-Spieler gibt es. Die Zahl ist inzwischen wahrscheinlich mit Corona noch viel, viel höher, weil viele Leute zurückkehren zu dem Hobby. Und das ist eine Industrie, die da dahinter steckt und eine Masse an Menschen, die größer ist als die von Film und Musik gemeinsam. Und eine, die jetzt langsam entdeckt wird für solche Werbemittel. Ja? Manche kreativer, manche unkreativ. Es gibt ja nicht nur schlechte Werbung tatsächlich, möchte ich behaupten. Ja? Wir haben jetzt die bösen Beispiele genannt, ja, weil das halt einen Shitstorm verursacht und dadurch laut wird. Aber guckt euch die ganzen Videospiele an, die von irgendwelchen Marken stammen sozusagen. Ein Lego-Spiel, ein Star Wars, ein Star Trek, die haben ja alle Spiele. Und das ist ja irgendwo auch Werbung für diese Marken. Ne? Auf die wir uns freuen. Ja? Star Wars, Rogue Squadron, ganz ehrlich, die Marke ist Star Wars. Und das Spiel ist natürlich von irgendwem entwickelt, ja, der sich die Star Wars-Lizenz einkauft, aber für die ist es wiederum Werbung. Das hast du bei vielen, vielen Titeln. Und das ist tatsächlich Werbung, die wir nicht als böse empfinden. Ne? Weil wir so gehypt sind von dem Universum, von Lego, von was auch immer. Aber es gibt natürlich auch die ganz klassische Sache. Ja? Ingame-Werbung, dann hast du Product Placement, dann hast du, wenn man Autos anschaut, dann hast du, allein Lewis, Rocket League, ne? Haben die nicht regelmäßig irgendwelche Co-ops mit Hot Wheels und was noch, Batman-Auto hatten sie, ja, ne? Und so weiter. Ich glaube, jetzt sogar das Fortnite, aber das ist ja nochmal was anderes. Fortnite auch, ja. Was haben sie da gemacht für Fortnite? Das habe ich gar nicht am Schirm.
Da ist doch ein eigenes Event, den Battle Bus. Ah, der Battle Bus, genau. Aber das ist ja nochmal was anderes, weil es ja beides dann von Epic ist und dann diese Verbindung darüber besteht. Ja, stimmt. Und aber schon, es gibt schon gerade dieses, wie heißt das? Das war ja DC, also das eine Auto gibt es ein bisschen, ach Gott, Leute. Batmobiles gibt es mehrere, aber DC Skins und alles mit Aquaman, Wonder Woman und so gibt es da auch haufenweise drin. Jurassic World war auch noch eins, fällt mir gerade ein. Da gibt es den Jeep auf jeden Fall. Ja, also da gibt es schon einige Überschneidungen. Ja, und das geht ja sogar in die andere Richtung auch, ne, wo Marken sich gegenseitig befruchten. Weil Hot Wheels, was ich da sehe, die haben auch ein, wie es aussieht, ein Paket rausgebracht für Rocket League, mit den Autos von Rocket League. Ne? Das heißt, Rocket League hat was davon, weil sie die mit der Hot Wheels Marke mitziehen, und dann hat aber Hot Wheels was davon, wenn sie Rocket League Autos bei sich haben im Repertoire. Also das kann, das ist, finde ich, jetzt was, wo man sagen kann, das ist eigentlich was Positives generell für den Gamer, weil man mehr Content kriegt. Ne? Ja. Ich glaube, dass es mit Gewohnheit zu tun hat. Ne? Da kommt da wieder diese Gewohnheitsfrage, wie sind wir Werbung gewohnt? Ne? Und auf die Art und Weise ist es okay. Wir sind gewohnt, dass wir bei einem Fußballspiel seitlich Werbung haben. Das kann man auch in ein Computerspiel reinpacken, das ist für uns völlig in Ordnung. Oder dass ein großer Werbeevent uns mehr Content gratis bringt. Ja, auch das sind wir gewohnt. Oder wenn wir gratis Content konsumieren, wie zum Beispiel auf YouTube, dann sind wir auch gewohnt, dass Einblendungen kommen. Und auch wenn mich die YouTube-Werbung nervt, ich kenne sie aus dem Fernsehen, ich bin sie gewohnt, würde jetzt keiner einen Shitstorm deswegen losvertreten wollen. Ne? Ja. Aber problematisch wird, wenn uns die Werbeschaffenden oder die nächste Generation, die halt jetzt heranwächst, dazu erziehen wollen, Werbung zu akzeptieren, die wir eben nicht gewohnt sind. Zum Beispiel, wenn wir schon für ein Produkt den vollen Preis gezahlt haben, dann nochmal nachträglich plötzlich völlig unorthodoxe Werbemethoden aufs Auge gedrückt bekommen. Was haltet ihr, wo ziehen wir da die Grenze, stelle ich mal so als Frage. Was ist noch akzeptabel und was nicht mehr? Weil ich gebe jetzt mal ein Beispiel. Ich habe jetzt angefangen, hin und wieder Mobile Games zu spielen, am Abend vorm Einschlafen. Ja? So zum Eindösen irgendwie habe ich so ein Idle Game und dann noch irgendwas, wo ich was aktiv machen muss. Und da gibt es ja immer wieder, gucken Sie jetzt diesen kurzen Werbespot an und Sie kriegen, keine Ahnung, doppelt so viel Credits für die Zeit, wo Sie nicht da waren, whatever. Vollkommen okay. Ist das okay? Ist das nicht okay, wenn das Spiel gratis ist? Ich finde es vollkommen okay. Wenn das Spiel gratis ist, finde ich es vollkommen okay, das so zu machen. Die machen damit ihre Einnahmen. Es ist oft optional, dass du das machst. Natürlich zwischen Level, das auch, dass du hast das Zwischenlevels dann, wo du gerade ein Level abgeschlossen, dann kommt ein Werbespot, keine Ahnung, meistens kann man den nach 5 Sekunden sogar überspringen dann. Ja. Natürlich nervt es irgendwann, aber du hast dieses Spiel halt für nichts bekommen. Ja. Das heißt, in dem Fall finde ich es vollkommen Fall, okay. In dem Fall ist für den Entwickler ja auch nicht das Spiel das Produkt, sondern du als Person bist es, ne? Eigentlich, dass du wirst verkauft. Und darüber hinaus hast du ja noch bei fast allen dann die Möglichkeit für, keine Ahnung, 2-3 Euro dir die Ad-Free-Version zu kaufen. Was dann das ist, du bezahlst für ein Spiel, dann musst du dir auch keine Werbung angucken. Mhm. Gibt es auch in unterschiedlicher Nervigkeit, möchte ich mal nur hier anmerken. Ja, es gibt, ganz ehrlich, du kannst bei, ach Gott, wie heißt das Spiel? Mein Akku ist leer. Irgend so ein Idle Game, keine Ahnung. Du kannst in den Einstellungen angeben, einen Werbebanner oben einzublenden, und wenn du den hast, dann musst du dafür sonst weniger Werbungen anschauen. Es ist ganz interessant, die Mechaniken, die da entstehen, sozusagen. Ja, finde ich spannend. Ich finde es okay, und da gehe ich ganz konform mit euch, wenn man sich dafür entschieden hat, ein solches Spiel zu spielen. Ich persönlich bin halt generell kein Fan von diesen Spielen, weil ich halt finde, dass sie die ganze Gaming-Kultur auf dem Handy so weit geprägt haben, das Handy hätte das nächste Handheld werden können. Irgendwann einmal war ich der Meinung, das ist so. Und dann kamen halt nur noch Handy-Games raus, weil sie viel lukrativer sind als Vollpreisspiele. Und haben halt den Markt so dominiert, dass es halt nur noch, dass du wirklich geile Handyspiele auf einer Hand abzählen kannst. Und nicht mal mehr Epic eine der geilsten Handyspielreihen weitergeführt hat, nämlich diese Blade-Reihe, wie hieß es nochmal schnell, wo du mit dem Finger das Schwert geführt hast und so ein Roguelike-Spiel. War auf jeden Fall ziemlich geil. Ja. Infinity Blade, genau, Infinity Blade.
Und für mich wurden diese Spiele dadurch getötet. Mhm. Aber grundsätzlich, wenn man sich auf so ein Spiel einlässt, dann weiß man ja auch, worauf man sich einlässt. Wenn man allerdings ein Vollpreisspiel kauft und nachträglich dann eine Werbung reingedrückt bekommt, und zwar auf ungut, ja, so richtig so nicht wegdrückbar, Ding etc. Und dann ist die Frage, wo, wie du richtig gesagt hast, wo ziehen wir deinen Schlussstrich? Ich würde sagen, genau da. Genau da ist für mich der Punkt erreicht, wo ich sage, bis hierher und nicht weiter. Ja, ich möchte mein Geld wieder haben. Ich finde es so spannend. Also ich finde das Thema Mobile Games, ja, weil du gesagt hast, nächste Konsole sozusagen oder nächste Plattform, super spannend. Ich habe jetzt hier gerade eine Statistik aufgemacht, die uns die Umsatzzahlen anzeigt, ne? Wie die sich entwickelt haben seit 2012 bis 2021 zwischen PC-Spiele, Mobile Games und Konsolen. Und PC-Spiele sind tatsächlich inzwischen die kleinste Plattform von allen. Also von den dreien. Ja, ja. Das ist auch plausibel. Ja. Ich finde, ich bin da echt auch ein bisschen, also was mich da so ein bisschen umtreibt, und das geht so ein bisschen in die Richtung von Quiz, Werbetreibende machen ja nur so Deals mit Entwicklerfilmen und auch mit Spielen, wenn sie denken, dass sie davon was haben. Und bei den Mobile Games merkt man natürlich, dass natürlich die Spiele wahrscheinlich die besten Werbeverträge kriegen, die am meisten Leute anziehen, also die meisten Downloadzahlen haben und die im besten Falle eine solche Mechanik aufweisen, dass die Leute möglichst lange dranbleiben. Das heißt, ich würde mal unterstellen, und das schwappt mittlerweile auch durchaus auf Spiele über, Genshin Impact war ja in den letzten Wochen sehr in der Diskussion, dass natürlich dann die Marketing, die Werbung auch Einfluss auf eine Spieleentwicklung hat. Wenn ich nämlich als Spieleentwickler, und das ist ein plausibler Grund, sage, mein Spiel muss gar nicht gut sein oder es muss eine tolle Story haben, es muss die Leute so lange fesseln, dass die Leute Bock haben, bei mir Werbung zu schalten. So, und davon gibt es, glaube ich, bei den Mobile-Spielen sehr viele. Es gibt aber auch bei den Computerspielen sehr viele. Und wenn akzeptieren kann ich das, da gehe ich mit Chris d'accord, wenn es schlau gemacht ist, wenn es gut gemacht ist, wenn ich sage, vielleicht passt es sogar in die Story, also sowas wie Matchbox-Autos und Rocket League, das passt irgendwie, das finde ich irgendwie nett. Natürlich weiß ich, dass das Werbung ist. Manchmal ist es irritierend, eher lustig. Also mir ist, als du dieses Thema genannt hast, sofort die Monsterdosen bei Death Stranding eingefallen, wo ich einerseits sage, das ist ganz schön frech, und auf der anderen Seite gedacht habe, aber irgendwie ist das auch wieder so, ja, irgendwie so paradox, dass das schon wieder zu diesem Entwickler passt. Also wo man sagt, das kann man irgendwie auch nicht so ganz ernst nehmen. Aber auf der anderen Seite, sicherlich hat es einen Werbeeffekt. Ich wollte es gerade, dem Moment wollte ich ein Beispiel. Nicht jetzt Monster mit Death Stranding, sondern, ich weiß nicht, ob es ihr noch wisst, von Worms 3D. Die haben damals Red Bull-Dosen gehabt, als Power-Up. Ja. Nein. Ja, doch. Hier, ist guck. Das mit Mountain Dew und Doritos? Ist das irgendwie Metal Gear oder so? Ich habe es im Hintergrund offen. Die haben wirklich, guck, Red Bull Dose. Das ist Energy, Red Bull Energy Power. Ja, und dann kann der Wurm viel schneller gehen. Eigentlich bist du fliegen. Kannst du fliegen? Das haben sie aber verkackt, dass er nicht fliegen kann. Das ist ja eigentlich kontraproduktiv. Ja, du. Ja, aber passt das oder passt das nicht? Ne? Ich finde es nicht super störend, muss ich sagen. Weil, ganz ehrlich, ich meine, inzwischen habe ich mir versucht anzugewöhnen, zu sagen, ich hätte gern Energy und nicht, ich hätte gern Red Bull. Ich glaube, es ist halt auch subjektiv, Pre. Ich glaube, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Und für den einen geht das gar nicht, für den anderen nicht. Es gibt aber sicherlich durchaus eine Linie, wo man sagen kann, da ist irgendwann auch objektiv sozusagen eine Grenze erreicht. Und das ist spätestens dann, wenn so zwei Welten, wie zum Beispiel Spieleentwicklung und Marketing, was nun mal zwei unterschiedliche Systeme sind, so Luhmann würde jetzt systemtheoretisch daran gehen, die mit ganz anderen Kommunikationsmitteln arbeiten, und wenn die miteinander zusammenarbeiten und sich austauschen und sich gegenseitig irritieren und dadurch Veränderungen, kein Problem. Schwierig wird es dann, wenn sozusagen das Marketing versucht, auf die Spieleentwicklung zuzugreifen, und das, da habe ich ja jetzt schon ein paar Beispiele genannt. Und wenn ich mich als Spieler fühle, hey, ich kann diese scheiß Werbung am Anfang nicht wegklicken, ich will es aber. Und ich habe auch ein Recht dafür, weil ich 60 Euro oder 80 Euro dafür bezahlt habe, dann hört es auf. Also wenn das sozusagen in meine Freiheit mich einschränkt. Wenn ich ein kostenloses Spiel rannehme,
wo ich vielleicht sogar einen Vertrag, den ich nicht durchgelesen habe, unterschrieben habe, also Einverständniserklärung, okay, da kann man auch irgendwie sagen, ja, liest eh keiner, aber dann bin ich irgendwie, dann kann man zumindest sagen, wenn ich erwachsen bin, kann ich das einschätzen. Ja, aber es kommen eben neue Trends. Und natürlich so Leute wie EA, die probieren erstmal. Die gucken, wie weit können sie gehen. Sie haben aber auch in der Zwischenzeit gelernt, dass sie sich weit aus dem Fenster lehnen können, ne? Bei diesen Sachen. Ja, und die Leute kaufen es trotzdem. Ja, das ist genau das, was ich gemeint habe. Es ist scheißegal. Die Leute kaufen. Ich finde zwei Schritte vor und einen Schritt zurück und probieren halt aus. Ich finde es sehr problematisch aus dem Grund, weil das erinnert mich an eine Situation in der Staatsopernzeit. Ich war 20 Jahre lang in der Wiener Staatsoper hinter den Kulissen tätig. Und die eine oder andere Produktion war sehr modern. Wenn man jetzt in die Oper geht, erwartet man natürlich ein bisschen, man hat eine gewisse Erwartungshaltung. Die Kostüme sollten so ein bisschen altmodisch sein, vielleicht ein bisschen Rokoko etc. Und hier waren die ganze Zeit nur schwarze Anzüge am Start und schwache Beleuchtung und so ein bisschen Fallout-Stimmung. Und die Leute fanden das nicht gut und das Publikum hat das auch rückgemeldet. Und auf einem Interview, wo der Regisseur darauf angesprochen worden ist, warum die Opern jetzt alle in diese Richtung momentan gehen, sagt er, nun, wir müssen das Publikum erziehen, damit es unserem Weg folgt und versteht, was unsere Vision ist. Und so kommt mir das so ein bisschen vor in der Marketingabteilung vieler Spielefirmen. Ja, da kommt jetzt eine neue Generation, die ist nicht so wie die alte, die erziehen wir jetzt. Ja, und probieren das jetzt so lange, bis die das akzeptieren. Ja, und dann haben wir gewonnen. Dann können wir tun und lassen, was wir wollen. Ne? Ich finde da ja auch ganz gemein, dass du es eben erwähnt hast mit diesem zweiten Schritt vor, ein zurück, dass man quasi sagt, okay, eigentlich wollen wir nur einen Schritt gehen, der aber eigentlich schon zu viel ist. So irgendwie Preise, die eigentlich schon sowieso viel zu hoch ist, aber wir machen es dann so, wir gehen zwei Schritte vor, machen es extrem krass übertrieben, dann gibt es einen Shitstorm, vielleicht nicht ultra krass, aber schon so ein bisschen, und dann sagt man, wir haben auf die Community gehört und wir passen das an, und im Endeffekt bist du dann wieder bei diesem einen Schritt, den du eh gehen wolltest, und hast dann dieses positive, hey, wir haben auf euch gehört. Das hat und für dann mich alle sind wieder zufrieden, obwohl es eigentlich eh scheiße ist wieder. Das hat für mich so ein bisschen was von diesem Trump-Effekt. Ja. Weißt du, was ich meine? Den Trump, den kannst du mit so viel Scheiße bewerfen, wie du magst. Das bleibt nicht mehr hängen, weil da hängt schon so viel. Weißt du, was ich meine? Und EA ist auch so ein bisschen, man wartet nur noch auf den nächsten Shitstorm. Und wenn er dann da ist, ja, wir haben es uns eh erwartet. Dann rudert sie halt zurück, wenn es zu schlimm ist. Ja? Wenn es zu laut wird, der Aufschrei. Ja? Und wenn nicht, dann bleibt es stehen. Ja? Und dann ist man es immer wieder ein bisschen mehr gewohnt. Kommt mir vor. Ja, und auf der anderen Seite, wenn man nochmal sehr allgemein zurückdenkt, vielleicht nochmal ein bisschen, da kann man natürlich auch sagen, ich meine, Computerspiele haben lange gekämpft, um gesellschaftsfähig zu sein. Mittlerweile haben sie es einigermaßen geschafft. Sie sind Kulturgut anerkanntes. Sie sind doch kein Sport, jedenfalls nicht offiziell anerkannt, aber vielleicht auf dem besten Weg dahin. Aber mit dieser Gesellschaftsfähigkeit und auch der Art und Weise, dass man sich als Computerspieler mittlerweile einigermaßen bezeichnen kann, ohne irgendwie soziale Ächtung zu riskieren, kommt natürlich auch sowas wie, dass die Werbung plötzlich sagt, alles klar, ihr seid jetzt gesellschaftsfähig, Fernsehen nicht mehr so, let's go. Also das sind natürlich auch die Privilegien und gleichzeitig auch die Nachteile, die dann mitkommen. Und vielleicht muss man sich auch, also ich finde das alles nicht gut, aber auf der anderen Seite man muss wahrscheinlich Kompromisse schaffen. Und das ist dieses, man testet aus, wir testen aus, wie reagiert so ein EA auf uns, EA guckt es uns und irgendwann einigen wir uns in so einer Mitte. Und wie gesagt, Lootboxen mittlerweile sind noch relativ anerkannt. Nur die Art und Weise manchmal nicht. Das Pay-to-Win ist immer noch sehr, aber mittlerweile, ob es dann umsonst Lootboxen gibt, wir freuen uns ja alle mittlerweile, wenn bei Overwatch neue Lootboxen kommen und sowas. Das hätte man vor 20 Jahren, da hätte man dich am Sack aufgehangen. Aber die haben es, finde ich, auch richtig gemacht. Ich finde, die haben es aber auch richtig gemacht, Overwatch, ja, weil du kriegst die Lootboxen, wenn du spielst. Und kannst sie auch öffnen. Ja, ja. Das ist mal das Nächste. Du kannst sie auch öffnen, ne? Die ganze Schlüsselmechanik ist nicht da, ne? Aber du kannst so viel. Ich wollte wieder gar nicht auf das Thema zurückgreifen, genau. Es geht ja eigentlich um Werbung, aber. Richtig, ja, richtig. Ja. Aber es. Pri, ich habe übrigens nur kurz eine Bitte. Hm? Findest du vielleicht zufällig einen Trailer zu dem Beefy Adventure für den Amiga? Ich bin. Jetzt kommen wir nämlich zu einem ganz schönen Thema, was ich eh auch noch angesprochen hätte. Wir waren vorher jetzt eigentlich mal bei In-Game Advertising und jetzt gehen wir in Richtung Advergames. Das gefällt mir. Beefy Adventure. Weil das ist zum Beispiel ein Beispiel dafür, wie schon vor vielen, vielen, vielen Jahren in meiner Kindheit
eine Firma einfach gesagt hat, wisst ihr was, wir machen jetzt keine Werbung in einem Videospiel, wir machen ein Videospiel, das eine Werbung ist. Ja. Ne? Und das war gar nicht schlecht. Das ist nämlich, ich habe ganz viele Kelloggs Jump'n'Runs gespielt damals und fand die super. Das Beefy habe ich jetzt nicht gefunden, aber ich habe Pepsi Man gefunden von 1999. Ja, aber das ist schlecht. Das ist wirklich schlecht. Aber das mittlerweile hat das. So schlecht, aber was ist mit Moorhuhn? Pepsi Man. Ja. Aber. Oh Gott, das war so schlecht. Schon geil, oder? Es ist so schön trashig. Guck ihn an. Es war so schlecht. Das ist nicht meine Maus, falls ihr euch fragt. Das ist im Spiel. Aber grafisch hat es damals, also wenn es spielerisch nicht so schlecht gewesen wäre, aber grafisch? 1999, das ist ganz cool. Hat was. Ich spule mal vor ein bisschen. Das ist auf jeden Fall nochmal eine komplett andere Herangehensweise, das ganze Werbung in Spielen. Und natürlich auch viel, viel schwieriger, weil du musst halt auch mal erstmal ein gutes Spiel hinbekommen. Und ganz ehrlich, gibt es das überhaupt noch? Ich meine, ich kann mich nicht erinnern, in letzter Zeit irgendwo gesehen zu haben, dass irgendwo eine große Firma mal Geld investiert hat, um so eine Art von Spiel wieder zu machen, obwohl es ja eigentlich gar nicht so dumm wäre, wenn ein gutes Spiel mal rauskommen würde, oder? Nicht so krass. Gar nicht, im Gegenteil. Also viele der Unternehmen sind, glaube ich, mittlerweile dann eher tatsächlich im mobilen Markt. Das heißt, es gibt sehr viele Apps von sehr vielen unterschiedlichen Firmen, wo kleine Adventure-Games und Management von McDonald's und so weiter produziert werden. Ich finde halt interessant, wir in der Uni sagen zu solchen Spielen Advertising-Games Serious Games. Das sind Spiele, die sozusagen zwar den Unterhaltungswert durchaus drin haben, aber vor allen Dingen kreiert wurden aus einem ernsten Hintergrund, nämlich in diesem Fall um Pepsi zu verkaufen oder um Kelloggs zu verkaufen oder um Beefy zu verkaufen. Der Spaß ist natürlich das Medium, um das Kaufverhalten zu verändern. Unterhaltungsspiele wie ein Death Stranding und so weiter sind erstmal primär zu Unterhaltungszwecken gedacht. Und da sind wir jetzt, glaube ich, wieder dann, wenn aber jetzt Werbung so da rein invasiert, dass es mich zwingt, Dinge zu tun, dass es mich nötigt, irgendwelche Sachen zu tun, dann kommen diese ernsten Anteile, die vielleicht gar nicht originär dem Spiel entsprechen und das Spiel vielleicht auch verfälschen im schlimmsten Falle. Das finde ich auch eine schwierige Art und Weise, weil dann merkt man eben, da kommt etwas drauf, was originär nicht zum Spiel gehört. Es gibt ja durchaus auch Spiele, haben wir ja gerade besprochen, die Fußballspiele, die Rennspiele, wo die Werbung fast schon drinne ist, fast schon erwartet wird, wo man vielleicht eher sagt, hey, die Werbebanner zeigen alle irgendwie nur Fake-Namen oder so, das ist aber nicht realistisch. Ich will authentisches Fußballspiel haben. Da würde man sich vielleicht sogar beschweren, wenn die Werbung falsch ist. Mhm. Währenddessen so ein Monster bei Death Stranding halt sehr irritierend wirkt auf einmal. Aber bei Death Stranding und bei diesen Spielen wirkt es ja fast, gerade bei EA im Allgemeinen, wirkt es ja fast schon so, als wäre, wir hätten die Entwickler eine Idee gehabt, haben das dann entwickeln dürfen mit ganz, ganz viel Geld und dann kam nachher die Marketingabteilung rein, so ein paar Monate vor Release und meint, Leute, wir brauchen noch hier was und hier was und hier was, ja, und macht noch da was. Ne? Aber bei diesem Beefy Adventure war es wirklich so, die haben eine Story um dieses Produkt entwickelt, haben halt ein Genre genommen, was damals sehr beliebt war, Point and Click. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe dieses Spiel gespielt, ich fand die Rätsel ziemlich lustig, mir hat das gefallen. Ja? Mhm. Also wenn ich mit der Prämisse rangehe, okay, ich mache jetzt um dieses Produkt ein Spiel, ja? Wenn ich mir wirklich jemanden, einen Entwickler suche, der sagt, ja, ich kann dir um dieses Produkt ein Spiel machen und nicht sage, ich mache ein Spiel und nachher pappe ich Werbung rein, ich glaube, das würde ich besser finden. Ja. Also Pre hat ja schon die Lego Games gesagt, ich finde, das sind so die moderne Variante davon, stimmt, wo man ja wirklich sagt, die Marke Lego wird da durchgehend beworben und ich habe danach immer Bock, Lego zu bauen. Und trotzdem sind es super Spiele, sind wirklich unterhaltsame, gute Family Games. Und es überlebt auch so ein bisschen die Transition ins digitale Zeitalter, ne? Weil viele von diesen physischen Spielzeugen haben ja auch ein bisschen langsam, ich will nicht sagen Ablaufdatum, sie sind super wichtig für die Entwicklung, dass du was zusammenbaust mit den Händen und so weiter, aber das Digitale ist halt hardcore am Vormarsch, schon seit ewig jetzt inzwischen gefühlt. Und das macht ist da auch nicht anders. Wobei Lego nach wie vor super funktioniert als Produkt. Vielleicht aber auch genau wegen diesen Spielen, ne? Muss man ja auch sagen. Es hat einen gewissen Kultstatus inzwischen in diesen Computerspielen erreicht, oder? Die Lego-Spiele. Wenn ich sage ein Lego-Spiel und da ist es egal, welches man nimmt, jeder Gamer weiß, was ein Lego-Spiel ist, ne? Hm. Ich suche mal irgendeins raus. Ja, das,
Das ist natürlich wieder ein ganzes Thema für sich. Wie gesund ist es für die Feinmotorik von kleinen Kindern, wenn wir nur noch Minecraft spielen würden? Weil wir lernen natürlich sehr viel durch Spielzeug und durch die Physik in der realen Welt. Und wenn wir nie die Möglichkeit bekommen, in den Schulen irgendwo zu klettern oder irgendwas, weil die Lehrer sich fürchten, dass wir runterfallen und nur virtuell irgendwas erleben können, dann werden wir die Feinmotorik und die Motorik dafür auch nie entwickeln können. Aber das ist wieder ein Thema ganz für sich. Ne? Ja. Es ist halt einfach auch, also gerade jetzt, weil ich den Trailer auch sehe, es ist so lustig einfach, ja. Und diesen Humor, mit dem identifiziert man die Marke dann auch, ne? Wenn man diese Lego-Spiele gespielt hat. Und stell dir vor, du spielst mit deinem Papa so ein Lego-Spiel und dann findest du es super lustig, weil der Humor so kindlich und so lieb ist. Und dann kaufst du ein Lego und baust es mit ihm zusammen, ne? Was gibt es denn Besseres? Ja, und es ist diese seichte Art von Unterhaltung, die man als Erwachsener schätzt, weil man es mit seinen Kindern konsumieren kann und trotzdem immer noch ein bisschen Zeit mit dem verbringen kann, was man gerne auch mag. Ja, das stimmt. Schön. Ja, ich hätte gesagt, was noch interessant wäre, so ein kleiner Ausblick, oder? Ich meine, das Thema kann man auf ewig besprechen, das ist klar. Und es gibt tausende Meinungen dazu. Überlegen wir uns vielleicht, in welche Richtung glauben wir, was ist das Szenario, in welches entwickelt sich das? Wo, weil wir vorhin davon geredet haben, es versucht sich so eine Balance gerade zu finden, ne? So ein Mittelpunkt, der dann akzeptiert wird von uns und von der Industrie quasi. Wo ist da die Grenze? Ja. Und da muss man vielleicht auch kulturmäßig schauen, in welchem Land ist die Grenze wo? Also das wird ja auch Unterschiede machen, Risiken. Ne? In den USA sind die ja das durchaus bei einem Super Bowl gewohnt, dass man, da übertrumpfen sie sich ja mit Werbungen sozusagen. Ne? Das hat schon fast Kultstatus. Ne? Also da ist eine andere Kultur auch, finde ich, dafür. Bei uns werden Werbungen ja eher als nervig dargestellt, weil wir auch wenig gute Werbungen haben, finde ich tatsächlich. Ich meine, ich schaue ja, nicht mehr viel fern, aber wir haben wenig kreative, stimmt, gute Werbungen. In Österreich, vielleicht in Deutschland auch. Aber ja, in Deutschland ist genauso. Ja, genau. Sorry an alle Werbeschaffenden in Österreich, aber ich sitze wirklich ganz, ganz oft, da. Ich schaue mittlerweile kein Fernsehen mehr, aber ich sitze ganz, ganz oft da, sehe eine Werbung auf YouTube und denke mir, eine österreichische Werbung auf YouTube und denke mir, dafür hast du die Werbeakademie gemacht. Ja. Dafür. Ja. Es fängt ja, also teilweise ist es bei uns ja so, also wenn ich jetzt aufs Fernsehen schaue, ich schaue auch schon lange kein Fernsehen mehr, aber du hast es im Radio teilweise genauso. Ich nenne jetzt nur ein Beispiel, S-Budget, dieses fucking Börserl, ja. Falls ihr diese Werbung kennt, keine Ahnung. Das von Spar, also Spar ist bei uns so eine Supermarktkette und da gibt es eine richtig nervige Geldbörse, die sagt SPG, S für Sparen. Und das macht mich wahnsinnig, so eine Werbung. Ich würde am liebsten den Radio zertrümmern, wenn ich das höre. Und das macht mich aber zu einem Hass. Ja, aber Werbung ist gute Werbung. Nein. Viel schlimmer noch, ja. Es gibt ein Produkt bei uns in Österreich, das wird beworben, ja, mit einer ganz fürchterlichen Werbung, ja. Und ich habe geschworen, ja, dieses Produkt niemals zu kaufen und jeden nur erdenkliche Möglichkeit zu machen, jemanden daran zu hindern, es zu kaufen, ja, weil ich diese Werbung so dermaßen hasse, ja. Ja. Und ich drehe auch immer wieder um, wenn es kommt, wenn es geht, dann los. Neo angehen, Neo. Und ich denke mal, was ist das? Eine russische Foltermethode? Ja? Was stell dir mal vor, Foltermethode, du musst das 10 Stunden am Stück hören, die Neoangin-Werbung. Schlimmer als Wassertropfen am Kopf, ganz ehrlich. Du hast es geschafft, dass ich dich so sehr hasse, dass ich das Produkt verabscheue. Oder diese diese Lutz-Familie, oder? Das ist ja auch so ein Ding, diese Lutz-Familie. Macht mich wahnsinnig. Ich würde den liebsten dreschen den ganzen Tag. Tut mir leid, wenn ich jetzt solche Sachen sehe. Ich bin nicht daran, das einzukaufen. Aber Neoangehen, ja, würde ich nicht mal kaufen, um es zu verbrennen. Ja. Ich bin tatsächlich, wie ich meine Wohnung eingerichtet habe, bewusst nicht zum Lutz gegangen. Wegen dieser Werbung. Aber ist das arg, oder? Sie schaffen es wirklich, so schlechte Werbungen bei uns zu machen, ja, dass man das Produkt verabscheut. Ja? Ich meine, wow, was geht? Ja. Kuda. Ja. Aber das ist genau das, was ich gemeint habe. Ja, wir haben eine andere Kultur der Werbung gegenüber, ne? Bei uns. Im Vergleich zu den USA, wie ich auf Auslandssemester war in Kanada. Klar, die Werbungen dort sind anders. Sie schreien dich an, förmlich. Ja, also quasi Neo-Angin auf nicht so nervig. Aber
Sie haben auch viele, viele kreative Werbungen darunter. Und das hat mich tatsächlich viel, viel weniger gestört, die anzuschauen. Und ich glaube, das ist bei uns, bei der Spieleentwicklung, bei der Werbung für Spiele dann auch, geht das wahrscheinlich ein bisschen in die Richtung. Ich glaube, was gut sein wird, ist, wenn sie es wirklich schaffen, das kreativ und sinnvoll zu verpacken, das Ganze. Ich glaube, das kann man sehr schnell, sehr gut und sehr einfach konsumieren und akzeptieren, dass Werbung da drin ist. Ja. So wie die FIFA-Bandenwerbung, ne? Das gehört dazu, das ist so. Ja? Mich stört auch nicht, wenn ein Autohersteller in einem Rennspiel wie Rocket League oder halt ein autofokussiertes Spiel wie Rocket League irgendwie eigene Autos reinbringt. Ich glaube, wer war das? Hat das Mercedes? Nein. Ich glaube Mercedes. Mercedes ist in Mario Kart auch. In Mario Kart, ja. Stimmt. Genau. Ja. In Rocket League, glaube ich, ist McLaren, oder? Mhm. Wenn ich mich irre. Das sind Sachen, die stören mich gar nicht. Überhaupt nicht, weil ich möchte diese coolen Autos auch in so einem Spiel drin haben. Stört mich nicht einfach, ja. Es darf halt nicht disruptiv sein, vor allem nicht, wenn du Geld bezahlst. Genau. Batman-Auto. Ganz ehrlich, das hat das Spiel bereichert. Ja, es gibt einen Pro, der dadurch berühmt geworden ist quasi. Der ja. nur mit dem Batmobil gespielt hat. Ja. Das hat ja. doch... Also, du hast ja so ein bisschen nach einem Ausblick gefragt. Ich habe so zwei Dinge, die ich so in die Zukunft sehe. Das eine ist, ich glaube, und das sehen wir ja jetzt schon, dass deutlich mehr auch Twitch-Werbung und Twitch-Influencer-Werbung eine Rolle spielen wird. Da sind wir ja jetzt auf einem guten Weg. Gab es ja auch schon die ein oder anderen Skandale, wo irgendwelche Burgerketten Werbung geschaltet haben und so weiter in Twitch-Streams mit Announcements und so. Das wird interessant, also das wird einfach, glaube ich, ein Trend werden. Und das andere, das ist aber eher, glaube ich, weit in die Zukunft, aber ich finde immer sehr spannend, das geht ja auch schon seit 10 Jahren, dass Amazon es schafft, Dinge, meine Bedarfe an, also haben sie schon mal, wollen sie nicht das kaufen, woran ich noch gar nicht gedacht habe, aber das immer so zielgerichtet macht, dass es wirklich genau das deckt, was ich eigentlich in der Woche gerne haben würde oder vielleicht gerade dran denke. Das ist so ein bisschen tatsächlich, die... Tatsächlich überlege ich, wir sind ja mittlerweile in Spielen, wo man, also es gibt sehr viele Spiele, in denen man sich in irgendeiner Form online anmelden muss und so weiter, und ich frage mich, wann die Zeit gekommen ist, in dem wir sozusagen individualisierte Werbung in Spielen bekommen werden, also die auf uns zugeschnitten sind. Also das ist so ein bisschen Anleihen von Social Media. Ich will nicht sagen, dass ich das will, aber ich bin gespannt, wann das passieren wird. Ich glaube, es wird noch ein paar Jahre dauern. Ich glaube, es liegt auch kulturell, auch rechtlich gesehen, wird es da durchaus hangen, aber es wird, glaube ich, auf die Dauer kommen, und Amazon zeigt, wie es geht, so, also indem sie uns die E-Mails schicken. Also sie zeigt zumindest, dass es ohne Probleme heutzutage schon möglich wäre. Ich könnte mir gut vorstellen, dass es da Schnittstellen gibt dann zu Social-Media-Plattformen und so weiter. Zum Beispiel. Um deren Algorithmen und so weiter auch mitzuverwenden sozusagen und damit auch zielgerichteter, als sie es eh schon tun, ein Bild von der Person zu schaffen und somit die Bedürfnisse zu erfassen. Ne? Und das aber weil man merkt es ja jetzt schon über Social-Media-Plattformen teilweise hinweg, dass du dann irgendwie Werbung kriegst. Ja, wenn du auf Amazon irgendwas angeschaut hast, dann hast du auf einmal irgendwo eine Amazon-Werbung zu dem Produkt, das du angeschaut hast, oder du kriegst nur noch irgendwelche E-Mails oder was auch immer in die Richtung. Und wenn das in Spiele auch noch reingeht, in denen wir ja doch sehr, sehr, sehr viel Zeit verbringen, wir als Gamer, das kann ich mir schon gut vorstellen, dass das in die Richtung geht, ja? Dass du immer mehr zum Produkt wirst. Ne? Meine Prophezeiung ist auch eher düster. Ich glaube, dass es auf jeden Fall schlimmer werden wird. Ich glaube, dass das mit dieser Politik der 2 Schritte vorwärts, 1 Schritt zurück so weitergehen wird, bis zu einem Punkt, wo wir es einfach nicht mehr so mitkriegen und es einfach akzeptiert und toleriert haben, dass es so weit gekommen ist. Und ich glaube, dass das auch vor kurz oder lang die Spielekultur sehr schaden, wird, weil großartige Games, die heutzutage in der Produktion irrsinnig viel Geld verschlingen, irgendwann einmal abgelöst werden durch wesentlich lukrativere Online-GTA 5-Modelle. Das heißt, wir werden immer weniger sehr geile, wertige Vollpreisspiele bekommen. Und ich glaube, die Werbung wird einen ähnlichen Weg gehen. Und einfach unsere Toleranzgrenze so weit immer weiter hinaus verbiegen, verdrehen,
bis wir dann an einem Punkt angekommen sind, wo wir dann irgendwann einmal zurückschauen werden mit unseren dritten Zähnen im Mund und den weißen Haaren im Altersheim mit dem Internet und dort in der WoW-Gruppe uns treffen und sagen, wusstest du, dass jetzt in WoW Werbung ist? Ich wusste das nicht. Das gab es früher nicht. Aber alle 5 Minuten poppt da Werbung auf. Ich glaube, man kann auch ein bisschen in die Richtung der Mobile Games da schauen, weil die sind ja den Firmen schon eher bekannt als Werbemittel. Ja? Und weißt du, was ich für ein Problem habe? Wenn ich jetzt zum Beispiel, ich spiele ja gar nicht Mobile Games eigentlich. Und jetzt habe ich angefangen letztens, einfach weil es so angenehm ist, am Abend vorm Einpennen irgendwie noch mit dem Handy neben dem Film schon irgendwas zu machen. Ja? Und ich möchte nicht auf Social Media abhängen, deswegen wollte ich mir irgendein Spiel besorgen. Ja? Und es gibt ein paar nette. Ja? Aber wenn ich mir prinzipiell mal den Android Store anschaue, und das wird bei Apple nicht anders sein, ist da ganz, ganz viel drin, was gratis ist, was aber Werbung hat. Ja. Und die Spiele sind meistens nicht von der höchsten Qualität, aber sie sind so unterhaltsam, dass du sie dann zumindest ein paar Mal spielst und dann eben zum Beispiel diese Werbevideos anschaust. Ich kann mir echt gut vorstellen, dass das irgendwann... Die Frage ist halt auch, muss man sagen, ist die PC- und Konsolen-Ecke attraktiv genug, da Werbung zu schalten in großem Maße? Also jetzt im Vergleich zu Mobile nämlich, ne? Weil Mobile so ein so viel größerer Markt ist. Das gilt halt echt abzuwägen für die, glaube ich. Und ich glaube, Mobile wird eher größer werden als kleiner. Von dem prozentuellen Satz her an Spielern oder an Gamern, die damit erreicht werden können. Deswegen glaube ich, wird man sich da ganz stark die Mobile-Werbemaßnahmen anschauen, um ein Bild schaffen zu können. Es ist halt die Frage, ne? Also Werbung in Computerspielen in der Qualität anzubieten, wie wir es gerne hätten, ist komplex. Ja, das zu verflechten in eine Story sinnvoll oder so, ist wesentlich komplexer, als jetzt einfach ein Video zu schalten, um irgendwas schneller zu haben. Schau dir jetzt zum Beispiel Overwatch an, ja? Wenn du rausfällst aus einer Partie, in der du nicht wirklich spielen konntest, weil die schon zu Ende war, hast du so eine vorgereihte Wartezone. Sowas könnte ich mir gut vorstellen, ne? Dass man, schau dir eine Werbung an und dafür bist du schneller im Spiel als Damage Dealer in Overwatch. Weißt du, was ich meine? Also jetzt nicht für Overwatch, aber für andere Spiele sozusagen, ja? Die Frage ist halt, bist du... Also sind wir dazu bereit, ne? Ja. Also sind wir bereit, das ist ja schon fast Cheating, ne? Das ist ja schon fast, sind wir bereit, ja, zu akzeptieren, jetzt, ja, ich schaue mir die Werbung an und dann cheate ich halt ein bisschen. Genau, oder ich halte einen Vorteil durch. Das ist nochmal. Das ist so tierisch mobile-mäßig. Und wenn das jetzt auf dem PC-Markt auch noch überschwappt, und die Angst habe ich immer, ja, dass all diese Mechanismen, weil sie halt gut funktionieren und weil sie sehr viel mehr Geld bringen, ja, dass das dann auf den PC-Markt überschwappt und mit denen dann auch noch ruiniert. Ja? Ich denke mir halt, das ist halt genau das, die Sache, also nimm dir Call of Duty jetzt her, ja? Oder auch die ganzen FIFA, nimm dir alles, was irgendwie so Shitstorm-mäßig unterwegs ist, ja, und dann trotzdem gekauft wird. Ja, FIFA. Ja, die Leute kaufen es ja trotzdem. Ja? Und die Frage ist, wenn sie es da schon trotzdem kaufen, ja, die haben halt teilweise wahrscheinlich auch diesen Gruppenzwang. Na, die Freunde spielen es, dann spiele ich es halt auch. Ich will nicht ausgegrenzt werden. Ist genau das gleiche Thema wie bei Smartphones. Ne? Und ab welchem Alter gibst du es ihnen? Und ich könnte mir auch vorstellen, du spielst es dann trotzdem, auch wenn Werbung drin ist, die quasi Pay-to-Win eigentlich ist in der Form dann. Einfach weil die Freunde spielen es ja auch. Ja? Und dann werden ein paar rausgehen, ja, aber viel mehr werden drin bleiben und das dann trotzdem spielen. Und dann hast du erst wieder ein Plus in den Umsatzzahlen. Das ist halt... Und das ist es, du hast einen Plus in den Umsatzzahlen bei diesen Methoden. Wir unterstützen das, weil wir immer mehr Geld in diese Mechanik, ja, reinwerfen, und immer mehr Entwickler werden sich dann sagen, okay, dann gehen wir diesen Weg. Ja. Und das ist eine düstere Prognose, bei der ich mir ziemlich sicher bin, das wird es werden. Weil wie du sagst, Werbung könnte toll in Spiele eingebaut werden, aber der Entwickler fragt sich dann wahrscheinlich, was kostet mich das und bringt mir das was? Ich könnte mir auch vorstellen, dass Werbung gut funktioniert in der Synergie mit Battle Pass und so weiter, Season Pass. Dass man sagt, du musst nichts zahlen für den Season Pass, du kriegst halt Skins regelmäßig, wenn du spielst. Dafür musst du halt Werbung anschauen, konstant. Vor jeder Partie oder Ding, was auch immer. Wie man schon bei Mobile Games sieht, der Entwickler muss sich die Mühe ja gar nicht machen. Ja? Hm. Er klatscht uns das einfach so hin und wir nehmen es trotzdem. Ne? Friss! Und das ist das Traurige, dass wir es einfach, wir nehmen es hin. Ja? Und dadurch, dass wir uns nicht wehren, dass wir halt dann, ein Shitstorm ist ja nicht wirklich wehren. Wirklich wehren wäre, das Produkt nicht zu kaufen. Das ist wehren. Ja? Das würde auch was verändern.
wenn wir sagen, wir kaufen das Produkt nicht, weil wir an dieser Stelle einfach sagen, nö, aber die Leute, wie du richtig sagst, kaufen es trotzdem. Ja? Das heißt, das wird weiter passieren, das wird weiter geschehen. Und das ist super traurig. Und dann wird sich keiner mehr darüber Gedanken machen, wie könnte man Werbung schön einfließen lassen, sodass es nicht störend ist. Und die Frage ist dann nur, wie weit können wir das noch weiter ausreizen? Dieses, du kaufst es ja trotzdem. Es ist halt gerade bei einem FIFA, du hast halt wenig Alternativen, oder? Für Fußballspiele. So viele gibt es davon nicht. Ganz ehrlich. Und da, wenn du Fußballspiele spielen willst auf der Konsole, was machst du? Pro Evo? Irgendein altes? Oder wo gehst du dann hin? PES gibt es noch, oder? Gibt es PS? Ich weiß es gar nicht. Keine Ahnung. Ja, ein Shell würde sagen, dass sich das Spiel eh nicht so oft nach den Jahren verändert, sondern nur nicht nachaktualisiert wird. Ja, aber die Leute sind Fans von echten Fußballspielern, ne? Und die wollen halt die aktuelle Liga haben. Ja. Es gibt PS20, aber das ist dann schon wieder das Ende, ne? Das ist das eine, aber ich glaube schon, dass Marketing und Unternehmen sind betriebswirtschaftlich angelegt und die reagieren vor allen Dingen auf Kennzahlen und die gucken nach so einer Werbeaktion, steigen die Zahlen, sinken die Zahlen, bleiben die Zahlen gleich. Mhm. Und was man ja erwarten könnte, wenn alle sagen, oh, das gefällt mir nicht und nur die Hardcore-Fans sind, dann wird es gleich bleiben. So. Dann werden sie aber auch merken, dann hat es nichts gebracht. Ich gehe aber eher davon aus, alleine weil das Ding im Gespräch ist und weil Leute vielleicht auch Lust haben und so, das ist dann doch die also ich glaube eher, die Unternehmen machen es dann weiter, wenn die Gewinnmarge steigt, also wenn die Zahlen steigen. Ja. Und diese Kennzahlen, das sind das Entscheidende. Und die Kennzahlen erreicht man dadurch, indem man es nicht kauft, indem man vielleicht Umfragen ausfüllt und sagt, aus diesen und jenen Gründen habe ich es nicht gemacht. Das mag aber, und gleichzeitig habe ich natürlich, und das ist ja auch ganz prävalent, als einzelne Person auch das Gefühl, ach, was soll ich schon machen? So, die hört euch, also was kann ich schon machen? Selber mit Wählen. Und natürlich, das ist ja auch ein perfider Mechanismus. Ich kann es boykottieren, Call of Duty, und sehe auf meiner Friends-Liste, dass 20 Leute es spielen und wahrscheinlich ziemlich geil finden. Das dauert keine 3 Monate, da habe ich auch, also da gebe ich nach. Und die mich vielleicht sogar inviten und sagen, weil sie vielleicht dadurch Vorteile kriegen, inviten sie mich und sagen, komm, mach doch mit, das ist Spaß. Also das sind natürlich alles perfide Mechanismen. Du kriegst mal eine E-Mail, ne? Mit 10 deiner Freunde spielen gerade auch Call of Duty. Hier hast du den Link zum Store, fertig. Ja. Aber letzten Endes ist es genauso wie mit dem Umweltschutz und so. Man muss natürlich dann auch hart bleiben und diszipliniert sagen und sagen, grundsätzlich. Aber das macht doch keiner. Und ich, ja, aber das ist ja die Sache. Ja. Das sagt ja beim Naturschutz auch jeder. Ja. Ich bin auch schwach bei sowas. Und gleichzeitig muss man aber auch sagen, diese 1,5 Jahre wären gegen Warcraft 3 Reforged, das hat jetzt mit Werbung nichts zu tun, sondern mit anderen Sachen, die haben auch echt wehgetan, aber es war die längste Zeit, die ich jemals durchgehalten habe bei sowas. Ja, aber also ich lese gerade auch im Chat, Pro Evolution Soccer gibt es noch, aber die haben keine Lizenzen. Ne? Das heißt, du hast effektiv kein anderes Fußballspiel. Ja? Was machst du dann? Ne? Was machst du dann, wenn du da Werbung drin hast? Spielst du es trotzdem, weil du Fußballfan bist? Ganz einfach. Das ist halt die Sache. Ne? Also das ist vielleicht jetzt ein spezielles Ding, ne? Aber bei Shooter hast du ja Alternativen wenigstens. Ne? Aber ich glaube, wenn das bei einem funktioniert, dann werden die aufspringen, die Entwickler alle. Und sagen, gut, heben wir unsere Umsatzzahlen halt auch an. Ne? Es ist halt ähnlich wie, wir haben ja auch jetzt gerade viel über Lego geredet. Lego hat ja momentan in den letzten Jahren das Phänomen, dass mehr und mehr, nachdem die Patente abgelaufen sind, jetzt mehr und mehr Noppenstein-Hersteller wie Kobe auch sozusagen mit einsteigen und dort auch ordentlich Leute abgreifen, auch neue zahlungskräftige Zielgruppen abgreifen. Und das hat auch zur Folge, dass Lego mittlerweile umdenken muss und auch zielgerichteter oder sich auch entscheidet muss, nö, wir lassen das, wir bleiben in unserer Nische und so weiter, aber es verändert sich auch der Markt. Und vielleicht verändert sich auch der Markt in solchen Sachen. Aber du ist natürlich richtig, EA hat natürlich mit FIFA da natürlich auch ein relativ starkes Standbein und kann sich das auch erlauben. Ja. Weil es ist gut, dass du gerade Kobe sagst. Ich finde das witzig. Ich habe ewig kein Lego gebaut und dann haben wir wieder angefangen, so mit so einem Panzertag Kobe zu kaufen. Ne? Weil Lego macht ja keine Panzer und so. Und Kobe hat eine World of Tanks, War Thunder Lizenz. Und das ist halt was, womit sie mich dann catchen. Ne? Wenn ich so eine Bismarck bauen kann oder so, ne? Das ist halt.
Da verlieren sie. Und dann zu einem Drittel des Preises auch, ne? Was Lego kostet, zu der Stückzahl an Teilen. Hör jetzt auf, Werbung zu machen für Kobi, du Sau. Das ist auch da, sie denn dafür? Ne, der traurige Aspekt ist, wenn du konkurrenzlos bist, ja, dann kannst du halt auch tun und lassen, was du willst, und es wird einfach durchgehen. Ne? Du bist einfach konkurrenzlos. Und das ist halt die Angst, die ich habe, dass geile Entwickler, so wie BioWare, haben für mich vor 10 Jahren nichts falsch machen können. BioWare, ich habe mir jedes Spiel blind gekauft, was sie rausgebracht haben, weil sie waren einfach geil. Ja? Und dann haben sie aber leider Gottes denn durch diese Publisher-Wechselgeschichte, ist nicht schön ausgegangen. Ne? Ja. Und ich habe wirklich Angst um Spieleentwickler wie CD Projekt Red, die so fair, die so cool, die DLCs rausbringen, wo ich sogar vor 10 Jahren schon gesagt hätte, geil, ja, so macht man DLC, bitte mehr davon. Und ich habe echt Angst, dass die, weil sie machen ja auch jetzt schon Mobile-Sachen etc., irgendwann einmal merken, okay, das rentiert sich doch für uns gar nicht mehr, ja. Lass uns doch nur mehr diesen scheiß Mobile-Zeug raushauen und einfach nur Mörder abcashen und einfach nur fucking reich werden. Ne? Ich bin ja super gespannt auch, in welche Richtung sich da in dem Kontext Tencent entwickelt. Die sind ja massiv, ja. Und von der Herkunft des Unternehmens auch nicht unbedingt das moralischste Land, sage ich mal. Was die machen mit dem Thema, und die werden sicher auf dieses Thema aufspringen, weil man wird nicht Marktführer, wenn man nicht auf so ein Thema aufspringt, ganz ehrlich. Da bin ich wirklich gespannt, wie die damit umgehen. Oder auch Epic, ganz ehrlich, Epic ist ja auch nicht unwesentlich inzwischen. Seit Fortnite. Ja, Epic war nie unwichtig, und wie gesagt, das ist sauschade, weil sie hatten mit Infinity Blade eines der besten und wegweisendsten Games auf Mobile damals, und ich dachte mir, wow, jetzt beginnt die große Zeit auf Mobile, jetzt investierst du in ein iPad und spielst das Ganze auf dem coolen Display mit dieser Touch-Steuerung, und da werden jetzt geile Spiele wie World of Goo rauskommen und die ganzen Sachen, und dann irgendwie haben sie den Kahn gegen die Wand gefahren und nur noch diese Cash-Cows rausgebracht en masse, und mittlerweile ist der Markt voll von Cash-Cows, und es kommen überhaupt keine vernünftigen Mobile-Spiele mehr raus, und Epic hat sogar mittlerweile, also du kriegst diese Infinity Blade-Reihe gar nicht mehr. Das ist ewig schade, die war super. Die war Weltklasse. Ja. Ich stimme zu, Mobile gibt es ganz, ganz viel Schrott. Ja. Aber das ist ganz ehrlich, wie wenn du den Steam-Store durchschaust. Da gibt es ja auch 95% Schrott. Ja, also ich meine, genau, die Aussage trifft ja auch auf PC und auf Konsolen zu. Das muss man ja der Fairness halber auch sagen. Aber ein Ding finde ich schon schön bei Mobile, es gibt immer mehr von diesen Indie-Steam-Games, die rüberschwappen auf Mobile dann. Das finde ich schon ganz nett. Da gibt es einige von denen inzwischen. Aber die zu finden, ganz ehrlich, unter dem ganzen Free-to-Play, guck meine Werbung an, Ding, gar nicht so easy. Das ist es. Es geht einfach in der Menge so dermaßen unter. Und gibt es am PC und auf der Konsole, ist es meiner Meinung nach noch nicht so schlimm. Natürlich hast du irrsinnig viel unnötigen Kram dort. Aber die Stores wissen es noch einigermaßen, den Leuten das zu geben, was sie wirklich haben wollen. Und wenn sie dann nebenbei noch ein bisschen Schrott verkaufen, dann ist das schon ganz in Ordnung. Ja. Aber sie werben den Schrott nicht. Wenn ich allerdings in einen Store mittlerweile auf meinem Handy gehe, ja, dann kriege ich erst einmal nur den ganzen Schrott um die Ohren gehauen. Und die Gaming-Perlen, die muss ich wirklich anfangen zu suchen. Ich brauche eine Stunde, um mal ein richtig geiles, zwei, drei richtig geile Handy-Games zu finden, wo ich sage, hey, das ist geiles Mobile-Gaming. Ja? Das war mein erster Abend Mobile-Gaming im Übrigen. Ja? 2 Stunden vorm Netflix gucken, sitzen und den Store durchschauen nach guten Games, die vielleicht auch mal nichts kosten. Ne? Das war meine ersten 2 Stunden Mobile-Gaming-Erfahrung. Ja? Einfach Games suchen in diesem Wald an Spielen, die es gibt. Ja, es ist nicht leicht, es ist nicht leicht. Und das ist einfach heftig, wenn ich wirklich suchen muss, wenn ich die Perlen aus dem Store suchen muss, weil sie mich halt an jeder Ecke und Ende irgendwo diese Cash-Cows um die Ohren hauen. Und die aber auch gehen wie Schmitz Katze und die Leute da irrsinnig viel Kohle rein investieren. Auch etwas, was ich nie ganz nachvollziehen konnte, wie man so viel Geld in so Games investieren kann, nur damit ich nochmal 5 Minuten länger spielen kann. Aber die machen ja Millionen an Umsatz. Das geht ja richtig gut. Ja. Das stimmt, ja. Das stimmt.
Ist auch, glaube ich, was war es? Welches Spiel war umsatzstärkstes Spiel? Moment, ich guck mal kurz. Shadow Legends wahrscheinlich. Ja, da ich meine, das ist auch nochmal eine andere, finde ich, aber wir sind ja mittlerweile sowieso jetzt am Thema so ein bisschen abgeschrammt, aber ich meine, wenn es Spaß macht, warum nicht Geld bezahlen? Ich glaube aber, was eher kritisch ist, dass ja viele Spiele wie Coin Master und so weiter ja wirklich darauf setzen, auch gerade jüngere Zielgruppen, die das vielleicht auch nicht einschätzen können und so weiter, ja wirklich auch zu übertriebenem Geld abzugeben. Also bei mir ist es zum Beispiel so, wenn mir ein Spiel richtig Spaß macht und ich auch lange Zeit daran Spaß habe, dann bin ich auch bereit, da was auszugeben dafür, für sozusagen, wenn ich mal Lust habe, um mir also bei League of Legends früher irgendwelche Skins zu kaufen, wenn ich das sozusagen, wenn ich da weiß, okay, das Spiel hat mir jetzt auch genug gebracht, sozusagen. Ja. Ich habe gerade eine Liste vor mir. Sorry, ja. Ich wollte dich unterbrechen, sorry. Nee, alles gut. Nee, haben wir jetzt eigentlich auch schon ständig immer wiederholt. Ich habe gerade eine Liste vor mir mit den highest grossing Mobile Games. Platz 1 Monster Strike. Und jetzt ratet, kenne ich auch nicht. Muss ich dann gucken zu Hause mal, was das ist. Und jetzt ratet mal bisheriger Umsatz für dieses Game. Wird schon zweistelliger Millionenbereich sein oder so. Ratet, wirklich. Jeder ist ein Tipp, ja? Ohne zu googeln, ne? Einfach, was glaubt ihr, ist Umsatz von Monster Strike? Stapel war noch zu tief, aber ich würde jetzt mal einfach schätzen, 30 Millionen? Okay, Luis? Ich glaube, das geht fast in den dreistelligen Millionenbereich. Ich glaube, das ist so übel, richtig abgefuckt hohe Zahl einfach. Ich sag einfach mal 230 Millionen. Okay. Ramin, was ist dein letzter? Ja, ich habe ja auch so zweistelliger Millionenbereich eben gesagt, aber da hast du schon so gelacht, das wird weitaus mehr sein. Ich bin mal bei 80 Millionen. Okay, 8,13 Milliarden. Ach, ich habe... 8,13 Milliarden Dollar Umsatz hat dieses Spiel gemacht bisher. Ja, und da kannst du schlecht ein Argument gegen sagen. Ja, ich wollte gerade sagen, man kann schlecht ein Argument gegen sagen. Never change your running team, ne? Ja. Vielleicht kennt ihr eins von den anderen Games. Ich tue nur mal, also auch alle im Milliardenbereich. Ja. Puzzle and Dragons, Honor of Kings, Clash of Clans, das werdet ihr kennen wahrscheinlich. Candy Crush Saga mit 5,4 Milliarden. Pokémon Go 4,6 Milliarden. PUBG Mobile 3,7 Milliarden. Ja. Man muss aber, finde ich, auch dazu sagen, dass, und das kann man den, muss man den vielleicht auch anrechnen, dass sie eben auch einen Gamer-Typen angesprochen haben, dem vielleicht die sogenannten Hardcore-Gamer eben nicht zu Gamern zählen würden, nämlich die Casual, die en passant, die bei der Rückfahrt mit dem Bus nach Hause sozusagen spielen, wo ja viele in der Gamer-Szene, ich mag es immer nicht eigentlich diesen Begriff zu nennen, sozusagen sagen, ach, das sind keine richtigen Gamer. Und das hast du am Anfang ja auch bei der Statistik so ein bisschen gesagt, da kann man auch trefflich drüber streiten. Aber letzten Endes kann man auch sagen, vielleicht haben die es genau richtig gemacht, haben genau diese Zielgruppe, die vielleicht einen Cyberpunk oder ein WoW oder so nicht abholen, dann auch einfach abgeholt und dadurch auch die Zahlen eben erhöht. Aber ganz ehrlich, über solche Zahlen kann man nicht streiten. Also von unternehmerischer Sicht her, das ist ein Wahnsinn einfach. Nein. Aber sogar qualitative Spiele von Unternehmen, welche wir eigentlich respektieren, so wie Blizzard mit Hearthstone, die Mobile-Variante hat auch 660 Millionen gebracht. Und jetzt würde mich aber wirklich interessieren, wie viel von dem Geld ist über Werbeeinnahmen reingekommen und wie viel von dem Geld ist über Pay reingekommen, weil diese Spiele sind ja finanzieren sich auf beide Arten und Weisen normalerweise. Ne? Ich glaube, die sind fast alle gratis. Also vielleicht Skins kaufen und so, ne? Also Chris hat schon recht. Das eine sind ja die Mikrotransaktionen und das andere wäre die Banner, die unten sind und die sozusagen, also wo die Firma an das Unternehmen Geld bezahlt, dass sie ihre Banner da schalten kann. Weil man kann ja meistens bei den Free-to-Play, ich habe jetzt auch mir eine App runtergeladen, da habe ich jetzt 2 Euro bezahlt, um diese Banner nicht mehr sehen zu müssen. Also das ist quasi dann die Kaufversion. Ja. Das wäre tatsächlich, vielleicht kriegt man das irgendwie im Nachhinein nochmal raus. Das müsste ja eigentlich auch irgendwie... Weil das wäre nämlich interessant jetzt zu wissen, bringt das jetzt, ist das Spiel jetzt ein werbetechnischer Erfolg oder ist das Spiel, wie du vorher richtig gesagt hast, eben nimmt es eine Spielergruppe ab, die vorher vielleicht noch nicht wirklich abgenommen wurde?
Und würde mich auch für das Thema von heute auch sehr interessieren, ne? Inwieweit ist das jetzt so ein Spiel, wo man sagt, das ist eigentlich um die Werbung herum gemacht worden? Das ist quasi ein spielbarer Werbeblock. Ja. Ja, das Einzige, was ich gefunden habe, ist, dass von diesen ganzen Plattformen, PC, Konsole, Mobile, 59% aller Game Advertisements, also Werbungen im Spielen, sind über Mobile Games. Was ich schon wieder wenig finde, muss ich sagen. Ja, ich finde auch, 59 klingt jetzt gar nicht so viel. Klingt ja. Jetzt nicht viel, ne. Für das, dass die Spiele darauf ausgelegt sind? Sonst finde ich jetzt nicht viel zu dem Thema. Schräg. Also ich habe jetzt hier nur eine kleine von, aber das ist jetzt hier nur durch eine Google-Suche von einem Marketing-Instrument, da wird zumindest davon gesprochen, dass Google Play Store wohl angeben, dass 64% der Android-Entwickler mit ihrer App weniger als $500 pro Monat durch Werbung verdienen. Na gut, es gibt halt auch viele, ne? Aber gut, ich bin da. Es gibt, man wahrscheinlich aber das ist wie Streamer auf Twitch, ne? Aber es gibt die Zahlen. Ich glaube, die kriegt man raus, wenn man ein bisschen recherchiert. Ich glaube das nämlich auch, dass nämlich diese Werbebanner etc., dass das gar nicht so viel ausmacht, ja? Und das meiste wahrscheinlich über Werbedeals reinkommen könnte, wie zum Beispiel diesen Monster-Deal für das Kojima-Game. Ich habe jetzt den Namen falsch ausgesprochen, aber ihr wisst, was ich meine. Den Walking-Simulator. weil ich glaube, die Monster haben sicherlich ein kleines Vermögen gezahlt, um in diesem Spiel mit drin zu sein. Und noch dazu so präsent. Ja? Also ich glaube, da steckt schon viel Kohle dahinter. Mehr, als wenn da jetzt unten so kleine Banner laufen würden. Ja. Ja. Das glaube ich. Ja, da fallen auch gleich mal hohe Summen nämlich. Ne? Das ist die Sache. Ja. Aber gut, ich glaube, das können wir ewig besprechen. Aber ich glaube, alle von den Szenarien, die wir uns jetzt mal denken, gehen alle in eine eher negative Richtung. Zumindest was ich jetzt so raushöre. Ja, ich glaube, am Ende des Tages liegt es eh an uns als Spielerkollektiv sozusagen, ne, da irgendwas zu machen in die Gegenrichtung. Aber ich. Ja, das ist so blöd, sogar, klingt dass bei Streamer auch eine Verantwortung liegt, hier auch ab und zu mal aufzurufen und zu sagen, hier Leute, bitte kauft das jetzt nicht mehr. Ja? Ja. Das geht so weit. Ich bin da eher pessimistisch. Aber vielleicht noch eins, weil du gesagt hast, das stimmt. Man ist ja eher so ein bisschen negativ, aber ich meine, das ist man, glaube ich, allgemein. Ich bin auch ein sehr pessimistischer Mensch. Und die Science-Fiction gehen ja auch meistens eher in so eine negativ Dystopien Art und Weise. Nichtsdestotrotz, und dafür haben wir heute ein bisschen drüber gesprochen, aber ich glaube auch zu wenig, gibt es aber eben natürlich auch tolle Positivbeispiele, wo es intelligente, kreative, spaßige Werbung gibt, die man gerne nimmt, wo man lange drüber lacht und wo man vielleicht genau sogar das Gegenteil gesagt und sagt, ich kaufe die gerade, weil die so geile Werbung machen. Mhm. Die gibt es natürlich auch und ich glaube durchaus, dass es die immer auch geben wird und vielleicht muss man da auch so ein bisschen lang manchmal auch so die Pessimistenbrille dann auch mal manchmal abziehen. Ja. Aber da würde ich Chris recht geben, wachsam bleiben, aufmerksam bleiben, reflektieren. Was macht das mit einem? Was macht das mit seinen Kindern? Was macht das mit den Freunden? Also einfach mal auch mal darüber nachdenken, das finde ich, ist schon viel wert. Ich finde es ja spannend. Ganz wichtig ist, dazu zu bedenken, und da bin ich ganz bei dir, Terenos, wir sollten auch als Streamer dann als positiv hervorheben, wenn wir sagen, hey, habt ihr die Werbung gesehen? Das fand ich ja scharf. Ja, so macht man das. Mhm. Ja. Das ist was wir dann, das muss man natürlich auch dann feiern, ja. Man sagt, geile Werbung. Es gab früher so eine Serie mit, ich weiß nicht genau, irgendeinem Fernsehkanal mit irgendeinem Moderator, egal. Und die haben einfach nur Werbungen aus aller Welt gezeigt, die einfach witzig und gut waren. Ich habe mir das angesehen, ja. Ich habe mir eine Stunde lang Werbung angesehen, weil sie witzig und gut war. Ganz ehrlich, das könnte man mal machen, oder? Wäre das nicht witzig? Ja, aber dann am besten irgendwie so, dass man am Ende raten muss, zu welchem Produkt war jetzt die Werbung. Voll, ja. Und aufgeschrieben. Natürlich schreibe ich es mir auf, Alter. Was glaubst du denn? Coole Ideen muss man irgendwie auch festhalten, sonst vergisst man das ja. Okay. Let's Talk Games, die Formatschmiede. Ja, passt, aber ich glaube, belassen wir es dabei, ne? Das war schon ein gutes Schlusswort jetzt gerade vorhin, finde ich. Hat mir gefallen, ja. Ich habe einige Themen jetzt mitgenommen fürs nächste Mal. Und uns werden sicher noch jede Menge mehr einfallen, ja, ganz ehrlich. Aber ich glaube, da ist schon was dabei. Story in Videospielen finde ich super spannend. Ja.
Das ist ein Thema, auf das würde ich mich sehr freuen, weil das ist was wirklich Schönes. Ja, Cheater finde ich genauso ein großartiges Thema, darüber mal zu sprechen. Was das mit Spielen macht, was das mit Spielern macht, was der Grund dafür ist und so weiter, kann ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen. Ja. Ich fände tatsächlich auch nochmal in Verbindung, weil das vielleicht sonst untergeht, mit dieser Story von Spielen, war ja auch die Frage, sind Spiele die besseren Filme? Das finde ich auch eine sehr interessante, weil da könnte man auch nochmal wirklich mal definitorisch mal rangehen. Vielleicht sogar mal ein bisschen medienwissenschaftlich mal gucken, was ist eigentlich ein Film, was ist ein Spiel und ja. Ist aufgeschrieben, ja. Sind Spiele die besseren Filme? Ich sag ja. So, Punkt. Aber wir werden diese Frage dann, glaube ich, noch weiter erörtern bei einem der nächsten Male. Alles klar. Gut. Dann danke ich euch drei auf jeden Fall mal fürs Mitmachen und auch natürlich euch da draußen. Großartig, wie ihr den Chat befüllt habt. Ist jede Menge abgegangen, jede Menge Meinungen und ich hoffe, es hat euch auch allen sehr, sehr gut gefallen. Boah. Ich glaube, das kann man mal so stehen lassen. Jetzt ist das, wisst ihr, das ist der Moment, wo ihr sagt, ja, es war super, toll, danke, dass wir mitmachen durften. Das ist der Chat. Ja, das ist der Moment. Verdammt, ich habe es verpasst. Ach, damit, zu spät. Zu spät. Nein, aber ich, es ist mir immer ein Volksfest, solche Gesprächsrunden, muss ich sagen. Ja, vor allem bei so einem Thema wie Computerspiele. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön. So, Jungs, jetzt seht ihr mal, wie das geht, ne? Luis? Ja, ja, ja. Ich fand's auch toll. Nee, alles klar. Es war immer wieder Bock. Alles klar. Die geballte Expertise. Ja, ist auch schön, super, wie jeder so seine Meinung reinbringt, ne? Weil jeder trägt so einen Baustein bei und am Ende steht ein kleines Türmchen. Ist doch schön, oder? Wie bei Lego, ne? Lego-Spiele. Super Sache. Kauft Lego. Kauft Lego. Oder Kobi, ne? Super Werbung, habe ich gehört. Hat mich schon manipuliert, ne? Ich warte aufs erste World of Tanks, Kobi, whatever. Ja, irgend so ein Skin einfach. Fertig. Gut. Danke an alle da draußen. Wir werden schauen, dass wir in 2 Wochen wieder zusammenkommen mit dem nächsten Thema. Welches das ist, werden wir noch auswürfeln. Bis dahin wünsche ich euch einen wunderschönen Abend. Haut rein, schlaf gut. Wir sehen sich. Bye, bye, Leute. Macht's gut. Tschüss.
said back 100 times, winding through worlds of weary kings. Once more to the first, another crumb.